So, hallo miteinander. Ich hoffe mal, man versteht mich relativ gut. Ich check's gleich nochmal ab, wenn der Kollege Wischnewski mit der Vorlesung startet. Erstmal herzlich willkommen zur heutigen Vorlesung. Bevor wir mit der Vorlesung starten, gibt's nochmal ein Review von eurem Feedback von letzter Woche. Zum einen wurde erneut angesprochen, dass es relativ viele Folien waren, relativ viel Inhalt und natürlich in gewisser Weise auch die Angst, dass irgendwas jetzt, ja, dass ihr irgendwas nicht mitbekommt, was wir dann eben für die Prüfung brauchen. Nur mal ein kleiner Hinweis, das, was wir letzte Woche in 1,5 Stunden gemacht haben, da gibt es ganze Vorlesungen hier an der TUM und auch an anderen Universitäten. Das heißt, wir mussten das Ganze ein bisschen komprimieren und beim letzten Mal hatte ich es ja schon anklingen lassen, wir machen jetzt für jede Vorlesung eigene Lernziele. Nehmt die Lernziele her, denkt immer drüber nach, könnt ihr genau dieses Lernziel beantworten. Dann habt ihr auch die wichtigen Inhalte für die Prüfung verstanden. Die Lernziele sind für uns auch ein Indikator, wie wir die Prüfung letztendlich gestalten. Das heißt, die beiden korrelieren stark miteinander. Nehmt diese 90 Folien, die wir beim letzten Mal präsentiert haben, als Gesamtverständnis. Der zweite Punkt, das Thema Prüfung. Ich habe von einigen gehört, ja okay, das ist jetzt die Vorlesung, das erste Mal, die findet das erste Mal statt. Beim FTM gibt es relativ schwierige Prüfungen. Ich kann euch eins verraten, so einfach wie in diesem Semester wird es nicht mehr. Das heißt, ihr seid jetzt die Glückliche. Obwohl wir das zum ersten Mal machen, gehen wir extrem stark auf eure Bedürfnisse ein. Macht euch keine Sorgen. Deswegen habe ich auch dazu geschrieben, trust us. Also vertraut uns einfach mal an dieser Stelle, auch wenn es schwer ist. Und ich habe mir was relativ Cooles überlegt, wie man das Vertrauen zumindest mal zeigen kann. Das kommt gleich. Der zweite Punkt, beim letzten Mal wurde auch angesprochen, den Live-Code, den wir gemacht haben, da konnte man relativ schwer lesen. Das ist korrekt, ich habe mir das nochmal zu Hause angeschaut. Vor allem im Video konnte man es nicht gut erkennen. Heute haben wir uns was Neues überlegt, Jupyter Notebook. Das habe ich auch schon per E-Mail geschrieben, sodass ihr in dem Live-Code ein bisschen besser mitkommt und dass man es eben auch auf dem Video besser sehen kann. Gut. Wie gesagt, ich habe mir was überlegt. Hier vorne seht ihr einen kleinen Krug. In Bayern bedeutet es immer was Gutes, immer was Positives. Und zwar gibt es Folgendes. Ich habe hier 200 Zettel. Auf diesem 200 Zettel findet ihr ein Kästchen. Und ihr habt jetzt heute in dieser Vorlesung exklusiv die Chance, euch eine Prüfungsaufgabe zu überlegen. Das heißt, in den nächsten 90 Minuten werdet ihr relativ viel Inhalt bekommen. Und derjenige von euch oder alle von euch, wenn ihr der Meinung seid, ihr habt eine coole Idee für eine Prüfungsaufgabe, schreibt ihr die da drauf und schmeißt die am Ende hier in das Glas rein. Ich werde alle einscannen, ich werde alle auf Moodle hochladen. Ihr habt damit zum einen die Möglichkeit, dass ihr einen Fragenkatalog bekommt für diese Vorlesung, wenn schlaue Fragen draufstehen. Und ihr wisst, eine von diesen Fragen wird auf jeden Fall am Ende drankommen. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, Schwarmintelligenz nützt euch, ihr dürft auch taktisch vorgehen. Viel Spaß bei der Vorlesung. Ich darf vorstellen, Alexander Wischnewski, mit dem ich seit einem Jahr zusammenarbeite. Er arbeitet am Regelungstechnik-Lehrstuhl und ist Experte für Regelungstechnik. Und zusammen mit ihm habe ich unser Robocard zum Laufen bekommen. Viel Spaß bei der Vorlesung. Genau, hallo auch von meiner Seite. Können mich alle gut verstehen? Ja, keine Beschwerden. Also sieht wohl ganz gut aus. Genau, heute werden wir zu einem etwas anderen Thema kommen. Wir werden uns jetzt in den nächsten 3 Vorlesungen mit 3 sehr grundlegenden Bereichen des Machine Learnings beschäftigen. Das sind zum einen die Regression, in der nächsten Vorlesung dann die Classification und in der Vorlesung danach dann das Clustering. Alles 3 sind eigentlich Basistechniken, die man im Machine Learning immer wieder einsetzt. Und auch wenn es heute an einigen Beispielen relativ einfach wirken wird, das sind die Techniken, die man erstmal durchdringen muss, bis man dann eben zu komplizierteren Sachen vorgeht. Und tatsächlich, das Schöne ist auch, dass man mit diesen doch sehr einfachen Sachen schon einen Großteil der Probleme erschlagen kann. Das heißt, je einfacher die Methode ist, die ihr einsetzt, desto besser ist es eigentlich. Ja, der Johannes hat es eben schon anklingen lassen. Wir werden jetzt jedes Mal Lernziele definieren. Hier habt ihr hier wieder 8 Lernziele für diese Vorlesung. Ich werde jetzt kurz mit euch durchgehen und am Ende werden wir uns nochmal anschauen, dass wir das auch alles gemacht haben. Was könnt ihr nach der Vorlesung heute? Ihr wisst vor allen Dingen erstmal, was ein Regressionsproblem ist und ihr kennt die relevanten Vokabeln. Das ist eigentlich die Basis dafür, dass man überhaupt später darauf aufbauen kann und damit arbeiten kann. Dann wisst ihr, in welchen Bereichen der Fahrzeugtechnik man diese Probleme einsetzen kann.
Ihr kennt die Stärken und Schwächen von verschiedenen sogenannten Basisfunktionen. Wir werden uns gleich noch genauer anschauen, was das ist. Und genauso wisst ihr, wie man richtige Verlustfunktionen auswählt und welche verschiedenen Varianten es hier gibt. Das sind die ersten vier Sachen. Die sind eher im unteren Verständnislevel angesiedelt. Und die anderen vier Punkte sind dann eben vor allen Dingen auch Transferleistung und dementsprechend auch mit Hinblick auf die Prüfung besonders spannend. Was könnt ihr noch? Ihr könnt am Ende eure Ergebnisse analysieren. Ihr könnt die sogenannte Regularisierung anwenden. Das ist eine Technik, um die Modellkomplexität zu kontrollieren. Auch da werden wir uns nochmal genauer anschauen, was das bedeutet. Ihr könnt mögliche Probleme analysieren, die sich eben daraus ergeben, wenn man das Ganze in der echten Welt anwendet. Das ist immer ein Fokus, den wir hier in der Vorlesung auch probieren herauszustellen, was passiert, wenn ich das Ganze von der Theorie in die Praxis bringe. Und das allerletzte ist, dass ihr auch die grundlegenden Teile der Mathematik, die hinter diesen Techniken stecken, zumindest kennt und versteht. Wir werden hier nicht im Detail darauf eingehen, warum das funktioniert oder welche Stolpersteine es da wirklich noch gibt, aber es geht zumindest darum, die groben Aspekte ganz klar herauszustellen. So, dann fangen wir jetzt auch an. Im ersten Kapitel werden wir uns erstmal anschauen, was ist Regression und wofür brauchen wir das? Ich habe hier ein ganz einfaches Beispiel mitgebracht. Wir sehen hier auf der X-Achse die Größe einer Person und auf der Y-Achse das Gewicht einer Person. Wir alle wissen, dass je größer eine Person ist, desto schwerer ist sie. Das wird hier durch verschiedene Datenpunkte in schwarz dargestellt, nochmal markiert. Genau, hier oben steht es auch nochmal, Datenpunkte, haben wir zum Beispiel hier oder hier. Diese Datenpunkte ergeben zusammen jetzt irgendwie sowas wie eine lineare Funktion. Diese lineare Funktion möchte ich am Ende kennen, damit ich, wenn ich eine neue Person habe, eine Aussage darüber machen kann, wie schwer die wahrscheinlich ist. Diese Gerade nennen wir auch das Resultat der Regression oder das Regression Result. Ich werde immer mal wieder englische Begriffe hier einbringen. Es hat ganz einfach was damit zu tun, dass das doch ziemlich üblich ist, einfach die englischen Wörter zu benutzen, auch wenn sich das im ersten Moment manchmal etwas komisch anhört. Also verzeiht es mir an der Stelle. Jetzt haben wir noch zwei andere Sachen hier. Wir haben die sogenannten Input Variables und die Output Variables. Die Eingangsvariablen ist in unserem Fall die Größe. Das heißt, wir können die Größe messen und anschließend auf das Gewicht schließen. Hier seht ihr schon, dass das in gewisser Weise einen kausalen Zusammenhang darstellt. Wir nehmen eine Größe und schließen dann auf die andere. Und diese Größe, auf die wir schließen, sind die sogenannten Output-Variablen oder auch die Labels. Den Begriff der Labels haben wir schon im Bereich der Perception kennengelernt, dort aber in einem etwas anderen Kontext. Aber hier seht ihr schon, dass diese ganzen Techniken irgendwo auch miteinander zu tun haben und sich das Wording eben immer wieder dann auch wiederfindet. Jetzt habe ich eben schon angedeutet, es gibt drei große Bereiche in diesen Grundtechniken und das sind eben die Regression, die Klassifikation und das Clustering. Wir haben eben schon ein Beispiel gesehen, das taucht jetzt hier unten eigentlich wieder genauso auf. Und hier, wenn ich diese drei Techniken unterscheiden möchte, sind eigentlich zwei Begriffe ganz wichtig. Das eine ist, in was für einem Bereich liegt mein Ausgang, mein Output? Ich kann entweder kontinuierliche Outputs haben, so wie in dem Beispiel eben, wo wir gesehen haben, das Gewicht der Person ist der Output. Das ist natürlich ein kontinuierlicher Wert. Im Gegensatz dazu sind üblicherweise bei der Klassifikation und beim Clustering diskrete Output-Variablen vorhanden. Das hat der Johannes beim letzten Mal schon gezeigt. Ich habe zum Beispiel ein Fahrzeug, ein PKW, ein LKW. Das sind diskrete Werte. Ein Fahrzeug kann nicht ein bisschen ein PKW und ein bisschen ein LKW sein. Zumindest im Großen und Ganzen. Das können wir jetzt natürlich ausdiskutieren, aber gut. Der andere wichtige Begriff ist der des Supervised und der des Unsupervised Learnings. Was ist da der Unterschied? Supervised Learning bedeutet, ich kenne die Labels, die ich antrainieren möchte. Wie in unserem Fall von eben, wir haben hier auf der Y-Achse das Gewicht der Person stehen und das sind Messwerte, die ich tatsächlich kenne. Genauso bei der Klassifikation, wo ich hier auf der, hier in dem Beispiel, diese Klassifikationsgrade habe, wo ich einmal weiß, hier in Rot, das sind vielleicht meine Äpfel und in Schwarz, das sind meine Trauben. In dem Fall kenne ich auch hier die Labels. Der dritte Fall,
Das Unsupervised Learning bedeutet, dass ich im Vorhinein keine Labels habe. Das bedeutet, also wenn wir uns jetzt hier das Beispiel angucken, könnte ich jetzt hier genauso so eine Gerade reinziehen. Das Besondere an den Clustering-Algorithmen ist aber, dass sie diese Muster in den Daten selbstständig finden. Das heißt, das ist hier durch die schwarzen Kreise angedeutet. Und hier sehen wir, dass der Algorithmus festgestellt hat, diese Datenpunkte hier gehören zusammen, weisen Ähnlichkeit auf und sind damit Teil einer Klasse. So, wir haben immer noch die drei Beispiele hier. Jetzt ist natürlich, ja, wir haben eben ein ganz einfaches Beispiel kennengelernt. Jetzt würde ich mal fragen, wer von euch dann noch weitere Beispiele für Regressionsanwendungen hat. Keine Angst, es gibt genug, also gut, dann muss ich mir selber welche ausdenken. Also, Beispiele sind hier Preise von Häusern oder zum Beispiel die Verkaufszahlen von Autos, aber eben auch das Personengewicht, was wir eben gesagt haben. Okay, jetzt gebe ich euch nochmal eine zweite Chance. Bei der Klassifikation, hat da jemand Vorschläge, was für Probleme Klassifikationsprobleme sein könnten? Gut, ich merke schon, das muss ich heute selber machen. Also, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Drei Stück hier bei Klassifikation, Objekterkennung, haben wir beim letzten Mal schon kennengelernt, insbesondere auch fürs autonome Fahren relevant. Zweite, sehr prägnant eigentlich, Spam Detection. Also ist eine E-Mail eben Spam oder kein Spam? Das ist wirklich ein schönes Zwei-Klassen-Problem. Oder das dritte ist Krebsdetektion. In dem Fall würde man hier sagen, ist ein Tumor gutartig oder bösartig. Beim Clustering auch wieder drei Beispiele. Genomsequenzen, ja, sind die ähnlich, sind die nicht ähnlich? Google News, wo Google euch auf eurem Smartphone immer wieder verschiedene Nachrichten vorschlägt, weil es eben feststellt, dass ihr euch für bestimmte Themen interessiert und feststellt, dass diese Nachrichten in dieses Themengebiet fallen. Und das dritte, wieder ein Beispiel aus der Fahrzeugtechnik, zum Beispiel das sogenannte Point Cloud Processing. Dabei geht es darum, dass man ja, in Laserdaten gewisse Gruppen von Punkten findet, die zu einem Objekt dazugehören. Jetzt habe ich schon ein paar Beispiele aus der Fahrzeugtechnik anklingen lassen. Wir werden uns jetzt drei Stück genauer anschauen, um noch mehr ein Gespür dafür zu bekommen, wo ich das überhaupt alles einsetzen kann. Das allererste Beispiel ist die sogenannte Sensorkalibrierung. Klingt erstmal ziemlich trivial, wird auch erstmal werden alle sagen, okay, das ist nicht unbedingt Machine Learning, aber das ist eine der wirklich grundlegendsten Techniken, die sehr vielen komplexeren Problemen dann wieder zugrunde liegt. Das heißt, es ist eigentlich gut, sich das Ganze mal an einem einfachen Beispiel zu überlegen, weil es dann deutlich einfacher fällt, das eben auf hochdimensionale und komplexe Probleme zu übertragen. Was wir hier sehen, sind Messwerte eines Beschleunigungssensors. Wir haben jeweils auf der X-Achse die Beschleunigung aufgetragen und auf der Y-Achse die Spannungswerte. Also ein klassischer MEMS-Sensor, der in ja, eigentlich jedem Automobil heutzutage verbaut ist. Die Frage, die sich hier immer stellt, ich kann die Spannung messen, will aber wissen, wie groß die Beschleunigung ist. Das heißt, ich muss das Ganze irgendwie ineinander umrechnen. Üblicherweise probieren die Hersteller, das Ganze so zu machen, dass sich eben ein sehr linearer Zusammenhang ergibt. Wir haben jetzt zwei verschiedene Sensoren hier, links und rechts. Links sieht man einen Sensor, der sehr wenig streut, wo man dann eben relativ viele Messpunkte entlang dieser Geraden hat und die ergeben dann eben genau diese Messverstärkung, woraus man dann die Beschleunigungswerte nachher tatsächlich ermitteln kann. Links sieht das Ganze noch relativ einfach aus, rechts sieht man schon, dass es mehr Sinn machen kann, sich da tatsächlich eine strukturierte Kalibriermethode zu überlegen. Zweites Beispiel, Parameterschätzung. Hier ist, das sind tatsächlich echte Fahrzeugdaten, also das kann man wirklich so machen. Es ist so, dass wir auf der X-Achse die Antriebskraft haben, die wir eben stellen. Das ist mit Elektromotoren gemacht, dementsprechend kann man die relativ genau messen. Und auf der linken Seite die daraus resultierende Beschleunigung. Hier rechts ist das, was ihr alle aus der technischen Mechanik kennt. Und es ist natürlich die große Frage, wie groß ist jetzt die Masse dieses Fahrzeugs? Und wenn ich jetzt hier eine Gerade durch diesen Datensatz durchlege, entspricht die Steigung dieser Geraden eben genau dem Kehrwert der Masse. Heißt, wenn ich die Steigung der Geraden kenne, kann ich diesen Parameter schätzen.
Auch hier wieder erstmal relativ trivial. Spannend wird das Ganze aber, wenn man das zum Beispiel online machen möchte. Heißt, wenn das Auto herausfinden möchte, sitzt jetzt gerade eine Person oder vier Personen in dem Auto, was zum Beispiel für ein Tempomat eine sehr wichtige Information sein kann. Heißt, muss ich am Berg viel Gas oder wenig Gas geben? Drittes und letztes Beispiel, dann kommen wir endlich zur spannenden Theorie. Fahrzeugpreise. Wir haben hier die Fahrleistung eines Autos aufgetragen gegenüber dem Preis, den dieses Auto noch auf dem Gebrauchtwagenmarkt erzielen würde. Jetzt sieht man schon, dass der Preis relativ stark abfällt. Das ist das, was jeder von uns eigentlich kennt und was eigentlich ziemlich intuitiv ist. Was hier ganz schön ist, was man sieht, diese Regression, die wir hier durchgelegt haben, trifft jetzt nicht wirklich die Daten. Das heißt, wenn ich das jetzt von Hand machen würde, würde das wahrscheinlich eher so aussehen. Was ihr hier schon ansatzweise sehen könnt, ist, dass eben die Wahl des Modells, das, was hier auf der Grafik ist, ist eine einfache quadratische Funktion, nicht immer die Daten und das, was sie machen, tatsächlich widerspiegeln kann. Das heißt, die Wahl des Modells ist eben ein ganz entscheidender Faktor, wenn man diese Regressionstechniken anwenden möchte. Gut, also jetzt nochmal, wir haben ganz viele Anwendungsbeispiele gesehen, warum sollten wir das eigentlich tun? Eigentlich, was ich im Bereich des Machine Learnings immer haben möchte, ist ein sogenanntes prädiktives Modell. Dieses prädiktive Modell erlaubt es mir, von bisher noch nicht gesehenen Input-Daten, die hier auf der linken Seite stehen, auf meine Output-Variables zu schließen. Wir denken an unsere Beispiele zurück, ich kenne die Größe einer Person, ich kann ihr Gewicht abschätzen. Das ist zum Beispiel in der Medizin eine ganz wichtige Sache, wenn man wissen will, ob ein Kind sozusagen in der Entwicklung ungefähr im Durchschnitt ist. Wie komme ich jetzt an dieses prädiktive Modell? Dazu brauche ich genau zwei Sachen. Zum einen brauche ich sogenannte Trainingsdaten, die eben durch Messungen, durch Versuche oder wie auch immer erzeugt werden können. Zum anderen brauche ich die Modellstruktur. Das bedeutet, ist das eine lineare Funktion, ist das eine quadratische Funktion, ist das eine Exponentialfunktion? Gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen. Wir werden im Laufe der Vorlesung noch die ein oder andere kennenlernen und auch einige wichtige Klassen diskutieren. Jetzt die böse Frage, was hat das Ganze eigentlich mit Statistik zu tun? Statistik zählt nicht unbedingt zu den Lieblingsdisziplinen von den meisten. Aber tatsächlich sind Statistik und Machine Learning sehr eng miteinander verwandt. Es ist so, dass beide eigentlich probieren, eine Antwort auf die Frage zu finden, wie können wir Informationen aus diesen Daten herausbekommen. Und es ist tatsächlich so, dass man an relativ vielen Stellen Verfahren des Machine Learnings auf Verfahren der Statistik zurückführen kann oder andersherum. Das heißt, die darunterliegenden mathematischen Prinzipien sind üblicherweise sehr ähnlich und häufig auch deckungsgleich. So, jetzt haben wir die Motivation durch und jetzt schauen wir uns mal im Prinzip die, ich bin jetzt mal so frei und sage, die wichtigste Klasse der Regressionsprobleme an. Warum ist das die wichtigste Klasse? Es ist zum einen die einfachste, zum anderen aber auch die, die am besten verstanden ist. Das sind die sogenannten linearen Modelle. Jetzt haben wir eben schon gesehen, wir haben auch quadratische Funktionen, wir können Exponentialfunktionen haben. Jetzt kommt natürlich die Frage auf, warum sind das lineare Modelle? Wir sehen hier wieder die Begriffe, die wir eben schon irgendwo gesehen haben. Wir haben unsere Eingangsvariablen, die hier jetzt mit x bezeichnet werden. Wir haben unsere Ausgangsvariablen, die hier jetzt mit y bezeichnet werden. Und die werden jetzt irgendwie miteinander in Relation gesetzt. Und dieses Miteinander in Relation setzen, das ist das, was das Modell macht. Wie macht das Modell das? Wir haben die sogenannten Basisfunktionen, die wir hier sehen, die wir mit phi von x beschreiben. Das sind beliebige Funktionen, die eben den Input-Variablen einen bestimmten Funktionswert zuordnen. Und jetzt kommen wir zum spannenden Teil. Was jetzt hier passiert ist, dass ich die sogenannten Weight Parameters oder Gewichte dieser Basisfunktionen nehme, um die Summe der Basisfunktionen zu dieser Ausgangsvariable zusammenzubringen. Das heißt, dieses Modell ist linear in den Parametern. Warum ist dieses Modell linear in den Parametern? Wir sehen hier vorne die Summe. Die Summe ist immer schon ein Anzeichen, dass irgendwas linear ist. Und dann haben wir hier eine einfache Multiplikation mit einem konstanten Wert. Und das deutet schon darauf hin, dass wir eine sogenannte Linearkombination aus diesen Basisfunktionen haben. Der letzte Term, wo ich jetzt noch nichts zu gesagt habe, ist der sogenannte Bias-Term oder Offset.
Dieser Wert kann nochmal das gesamte Modell anheben oder absenken. Ich habe den hier nochmal speziell rausgestellt, weil das ja in einigen Teilen der Vorlesung nochmal so detailliert aufgeschlüsselt wird. In der Regression kann man das Ganze auch ein bisschen generalistischer sehen. Wenn man das hier unten dann in Vektorschreibweise hat, sieht man, dass man eigentlich hier diesen Vektor mit den Gewichten hat und hier den Vektor mit den Werten der Basisfunktion. Und jetzt wird auch schon klar, warum das Ganze ein lineares Modell ist, weil ich hier durch diese Multiplikation mit eben dem linearen Operator, den ich hier vorne habe, das Ganze eben erziele. Jetzt haben wir schon gesehen, man kann das als Vektor schreiben. Jetzt wird es nochmal eine Nummer größer. Ich kann eine sogenannte Datenmatrix oder eine Designmatrix erstellen. Diese Designmatrix enthält hier in die x-Richtung meine Basisfunktion phi und in die y-Richtung sozusagen, in den Zeilen, die einzelnen Datenpunkte. Jedes von diesen Datenpunkten von 1 bis n ist sozusagen ein Messpunkt, den wir eben auf diesen Plots gesehen haben. Hier stellen wir jetzt wieder fest, wir multiplizieren jede Zeile mit diesen Gewichten und erhalten das y. Das heißt, das, was wir hier sehen, ist eine Verallgemeinerung von der Gleichung, die wir eben gesehen haben. Und warum zeige ich euch das alles? Wir werden uns im Weiteren der Vorlesung hauptsächlich mit dieser Repräsentation hier beschäftigen. Man sieht schon, diese Repräsentation hat vor allen Dingen den Vorteil, dass sie deutlich kompakter ist und man es dementsprechend einfacher notieren kann und eben es dadurch verständlicher wird, was wir hier machen werden. Kurzer Ausblick, was gibt es noch? Ich habe jetzt schon viel über die lineare Regression geredet. Es gibt natürlich auch nicht-lineare Regressionsverfahren. Ich will das hier nur ganz kurz anschneiden. Es geht ja jetzt auch nicht darum, dass ihr die irgendwie für die Prüfung so irgendwie auswendig lernt oder sonst was damit macht. Es geht wirklich darum, dass ihr eine Idee bekommt, was gibt es noch. Das eine oder andere wird in den weiterführenden Vorlesungen nochmal angeschnitten werden, andere Techniken auch nicht. Aber dann habt ihr eine Idee darüber, wenn ihr an solchen Themen arbeitet, wo ihr euch eben weiter vertiefen könnt. Das eine ist ganz klassisch nicht-lineare Optimierung. Was passiert ist, ich habe ein Modell und ich variiere so lange die Parameter, bis es eben gut zu den Daten passt. Das ist erstmal ein ganz generalistisches Problem und dadurch, dass es so generalistisch ist, wird es eben auch beliebig kompliziert, dieses Problem zu lösen. Es gibt sehr viele numerische Verfahren, da haben sich viele Leute sehr lange mit beschäftigt und es gibt auch keine generalistische Antwort für jedes Problem. Das heißt, da muss man immer wirklich gucken, wie sieht das Problem aus, wie ist meine Struktur, welches Verfahren passt hier am besten. Das zweite sind die sogenannten Gaußschen Prozesse. Gaußsche Prozesse nutzen Kernel Methods. Was sind Kernel Methods? Hier geht es darum, dass man ein sogenanntes implizites Mapping in einen hochdimensionalen Raum macht. Und dieses implizite Mapping ist eben mathematisch sehr effizient zu implementieren, da man sich nicht mehr damit beschäftigt, das Modell in diesem hochdimensionalen Raum tatsächlich zu finden, sondern man beschränkt sich darauf, die Ähnlichkeit der Punkte untereinander zu messen. Und das kann man dann eben sehr schön formalisieren. Das führt dann auch dazu, dass man keine Modellparameter hat, sondern das Modell durch diese Relation, also durch die Ähnlichkeit der Punkte untereinander gegeben ist. Das ist das, was hier mit No Parameters angezeigt ist. Ein weiterer sehr wichtiger Punkt hier, es gibt auch eine sogenannte Bayesche Interpretation. Was ist das? Ich kann, hier unten sieht man das schon, hier wird so ein Modell durch die Punkte durchgelegt und hier ist so ein gestricheltes Etwas noch darüber. Ich kann sogenannte Konfidenzintervalle angeben. Das heißt, da wo ich viele Punkte habe, bin ich mir relativ sicher über das, was mein Modell sagt. Und da wo ich wenig Punkte habe, also hier, bin ich mir relativ unsicher über das, was mein Modell sagt. Und diese Information kann man dann wieder nutzen, um eben den Regressionsprozess zu steuern. Zum Beispiel, um eben explizit zu sagen, an dieser Stelle hier brauche ich noch mehr Informationen. Das kann in Richtung autonomes Fahren oder autonome Systeme sehr interessant sein. Das dritte sind die Support-Vektor-Maschinen, ein Verfahren, was hauptsächlich zur Klassifikation eingesetzt wird. Die sind mathematisch tatsächlich sehr ähnlich zu den Gaußschen Prozessen, benutzen auch die sogenannten Kernel Methods. Und hier schafft man es eben, diese nichtlinearen Trennebenen zwischen die Punkte zu legen. Da wird es in der Classification-Vorlesung auch nochmal einige Informationen zugeben. Aber für euch ist wichtig, Regression, wir werden uns auf den linearen Bereich beschränken. Das ist das, was ihr für die Prüfung können müsst. So,
wie macht man das Ganze jetzt eigentlich? Es gibt eigentlich drei große Schritte. Erstens, ihr müsst euer Modell festlegen. Zweitens, ihr müsst die Parameter eures Modells bestimmen. Und drittens, ihr müsst euer Modell validieren. Das dritte ist unglaublich wichtig, wird häufig nicht gemacht, weil man hat ja schon die schönen Daten. Heißt, der dritte Schritt ist eigentlich der unangenehme Schritt, aber auch eben der allerwichtigste, weil euch das eigentlich erst die Rechtfertigung gibt, das Modell einzusetzen. Das Modell aussuchen beschränkt sich bei den linearen Funktionen eigentlich auf, ja, sagen wir mal, zwei wichtige Parameter. Das sind zum einen der Typ der Basisfunktion und zum anderen die Anzahl der Basisfunktionen. Wie ich diese Parameter finde, ich muss eine sogenannte Loss Function spezifizieren oder eine Verlustfunktion, die in gewisser Weise mathematisch formalisiert, wie gut passt mein Modell schon zu den Daten, auf denen ich trainiere. Zweiter Punkt hier ist, dass man Begrenzungen auf Parametern spezifizieren kann. Manche Parameter sind eben physikalisch gar nicht sinnvoll, dass sie negativ werden oder sowas. Und das Dritte ist dann, dass man dieses Optimierungsproblem, das heißt das Modell an die Daten anzupassen, nach dem Maß, was die Verlustfunktion vorgibt, löst. Da gibt es jetzt zwei große Kategorien. Das eine sind explizite Lösungen, das andere sind numerisch-iterative Lösungen. Hier werden wir uns verschiedene Verfahren anschauen, werden uns aber vor allen Dingen mit den expliziten Lösungen beschäftigen, da das andere tatsächlich ein ziemliches Thema für sich ist, wo man dann auch wieder von Fall zu Fall gucken muss. Beim dritten ist die Validierung. Was ist wichtig bei der Validierung? Man muss einen zweiten Datensatz benutzen, den man nicht zum Training benutzt hat, weil dass das Modell zu dem passt, worauf man es trainiert hat, ist mehr oder weniger logisch. Das ist, also ich sag mal, ich schimpfe das dann immer selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn ich irgendwas gegenüber dem messe, wogegen ich es optimiert habe, das macht nicht so wirklich viel Sinn, weil wenn das passt, heißt es nur, dass ja, ich beim Optimieren jetzt ja, keine groben Fehler gemacht habe. Und das nennt man dann, dass, wenn das funktioniert, dass das Modell dazu in der Lage ist, zu generalisieren. Der Begriff der Generalisierung ist relativ wichtig, den werden wir uns auch im Verlauf der Vorlesung noch etwas genauer anschauen und ja, eben auch gucken, wie man das messen kann. Was gibt es für Basisfunktionen? Wir haben eben schon gesagt, das sind ganz wichtige Teile der linearen Modelle. Ganz einfach, es gibt die linearen Funktionen. Das ist wirklich der allereinfachste Teil. Es gibt die Polynomfunktion, x², x hoch 3 und so weiter. Es gibt die Gauss-Basisfunktion, auch eine sehr wichtige Kategorie. Sehen so aus wie eben die Gauss-Funktion, die man aus der Statistik kennt. Und das letzte Beispiel, was ich jetzt hier an der Stelle geben möchte, sind die Sinusfunktionen. Auch da, denke ich mal, sind dem alle schon mal über den Weg gelaufen. Insgesamt werden wir uns jetzt aber zunächst mit den Polynomfunktionen und dann mit den Gauss-Basisfunktionen etwas detaillierter auseinandersetzen, da die beiden ja, zwei sehr große Klassen von Funktionen repräsentieren, aber gleichzeitig relativ einfach sind. Ich habe es eben schon gesagt, polynomiale Basisfunktionen, klingt auf Deutsch irgendwie deutlich schlimmer als auf Englisch. Die wichtigste Eigenschaft dieser Polynome ist, sie sind global definiert. Was heißt das? Wenn ich ein Polynom, sei es jetzt hier x, x², x hoch 3, auswerte, dann mache ich immer eine Aussage über den gesamten Raum x, also über alle möglichen Werte. Das wird immer dann spannend, wenn die Werte, die ich jetzt habe in meinem Modell, zum Beispiel alle hier sind. Dann wird mein Modell irgendwo hier wird es mit den Daten gut übereinstimmen, aber sobald ich hier nach außen gehe oder in diese Richtung, also extrapoliere, dann kann das Polynom irgendwie total verrücktes Zeug machen, weil wie ihr hier schon seht, die Daten sagen vielleicht auch, dass es in Wirklichkeit ein linearer Zusammenhang ist. Aber dieses hochdimensionale Polynom kann dann eben an den Seiten abhauen. Und das ist ein Effekt, den man sehr häufig beobachtet, wenn man Polynome einsetzt. Deswegen beschränkt man sich dann üblicherweise auf diesen validen Wertebereich. Muss man einfach wissen, wenn man sie einsetzt, dass das passieren kann. Ein weiteres Thema ist, dass die Designmatrix, die Datenmatrix, die wir eben gesehen haben, schlecht konditioniert werden kann. Das ist dann hauptsächlich ein numerisches Problem. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn mein x eben gleich 0,0001 ist, dann ist mein x² eben schon, was haben wir jetzt hier, 10 hoch minus 4, 10 hoch minus 8. Und dann ist mein x hoch 3 eben schon
10 hoch minus 12. Man kann sich jetzt vorstellen, dass wenn man jetzt nur 3 Basisfunktionen hat, das vielleicht noch nicht ausreicht. Wenn ich jetzt 10 oder 15 Basisfunktionen habe, das Ganze dann eben genauso weitergeht. Und wenn man sich dann dazu überlegt, dass ein Computer im Normalfall Double Precision rechnet, 64-Bit-Datentypen, die 14 bis 15 valide Nachkommastellen darstellen können, kann man daraus schlussfolgern, dass sobald die Daten, die ich benutze, eben deutlich mehr als 10 Größenordnungen auseinander sind, das dann einfach zu Problemen in der Numerik, also zu Problemen in der Computerrepräsentation führt. Ich will hier an der Stelle auch den Begriff des sogenannten Hyperparameters einführen. Hyperparameter sind Metainformationen über das Modell. Hier in unserem Fall ist das vor allen Dingen der polynomiale Grad. Das heißt, wie viele von diesen Polynomen benutze ich? Das ist hier unten durch das i dargestellt. Letzter Kommentar noch zu den Polynomen. Die Polynombasis, die ich hier gezeigt habe, die einfachste, die intuitivste Polynombasis, ist nicht die einzige, die es gibt. Es gibt auch andere Polynombasen, die numerisch deutlich besser konditioniert sind, sogenannte Chebyshev-Polynome zum Beispiel oder orthogonale Polynombasen. Will ich jetzt hier nicht im Detail drauf eingehen. Wichtig ist hier wieder zu wissen, dass es diese Sachen gibt. Nächster Schritt, jetzt Gauss-Basisfunktionen. Ihr könnt es euch eigentlich schon denken, die Gauss-Basisfunktionen sind im Prinzip das genaue Gegenteil von den Polynom-Basisfunktionen. Das heißt, sie sind immer nur lokal auf der X-Domäne definiert. Das führt eben dazu, dass sie dieses Problem mit dem Extrapolieren nicht haben, aber auch dazu, dass sie eben bei sehr wenig Daten sich vielleicht auch nicht so gut an das Modell anpassen können. Ein weiterer Vorteil bei den Gauss-Basisfunktionen ist, dass sie unendlich oft differenzierbar sind. Es gibt bestimmte Anwendungen, insbesondere in der Regelungstechnik, wo das eine sehr interessante Eigenschaft ist. Das kann man sich im Prinzip so vorstellen, dass die Gauss-Basisfunktionen gewisse Glattheitseigenschaften erfüllen. Also keine der Ableitungen von dieser Gauss-Funktion würde sozusagen dummes Zeug machen. So ungefähr kann man das irgendwie zusammenfassen. Nachteil der Gauss-Basisfunktion ist auch, dass es jetzt hier deutlich mehr Hyperparameter gibt. Ich muss zum einen die Anzahl der Gauss-Basisfunktionen spezifizieren. Ich muss die Breite, also den sogenannten die Width oder auch Spread dieser Gauss-Basisfunktion spezifizieren. Und ich muss jeden Mittelwert spezifizieren, was ich jetzt hier als μ angeben würde. Das bedeutet zum einen, dass ihr mit den Gauss-Basisfunktionen sehr spezifisch auf euren Datensatz eingehen könnt. Bedeutet zum anderen aber auch, dass ihr erstmal wissen müsst, wo die Dinger denn hin müssen. Was spätestens, wenn man mehr als 2 Input-Variablen, also mehr als 2 Input-Dimensionen und mehr als 2 Output-Dimensionen hat, nicht mehr so viel Spaß macht und eben nur sehr, sehr schwer strukturiert durchzuführen ist. Was man dann meistens macht, ist, dass man einfach sagt, okay, ich verteile die wie hier, einfach gleichmäßig, führt dann aber eben auch dazu, dass man relativ viele braucht. Ich habe jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel mitgebracht. Links Polynombasisfunktion, rechts Gauss-Basisfunktion, oben ein total netter Datensatz. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist das ein quadratisches Polynom. Genau, hier oben steht's. Wir sehen hier in blau die Datenpunkte, unverrauscht. Dementsprechend ist das Polynom, was ich da durchlege, auch absolut perfekt auf den Daten. Das heißt, hier oben können wir eigentlich schon mal einen Haken dran machen, das ist total super. Oben rechts die Gauss-Basisfunktion. Auch hier sehen wir das, also hier oben sieht man erstmal den Spread-Parameter. Und es müssten jetzt, ich habe hier quasi jedes Mal eine hingelegt an jede von diesen Stellen hier. Sind dann also 7 Basisfunktionen. Man sieht schon hier, dass das so ein bisschen wickelig ist, dass das so ein bisschen ruckelig ist. Das kommt eben genau daher, dass die Gauss-Basisfunktionen diesen quadratischen Verlauf nicht perfekt approximieren können, weil sie eben keine quadratischen Funktionen sind. Kann man aber im Normalfall ganz gut mit leben und ist auch kein großer Stress. Spannend ist jetzt, was passiert bei sogenannten Outliers. Outliers sind Punkte wie hier oder wie hier, die Messfehler darstellen, einzelne Ungenauigkeiten, die aber in Summe eigentlich nicht wirklich relevant für das Modellverhalten sind.
Und was wir hier sehen ist, dass das Polynom sehr stark über die gesamte Breite durch die Ausreißer beeinflusst wird. Im Gegensatz dazu sind die Gauß-Basisfunktionen auf der rechten Seite hier in diesem Bereich, also von hier bis hier, quasi identisch zu denen von dem Beispiel oben drüber. Was wir also daraus schließen können, ist, dass die lokalen Basisfunktionen deutlich robuster gegenüber Ausreißern sind im globalen Sinne. Natürlich kann man jetzt wieder argumentieren, was hier rechts passiert, ist, dass diese einzelne Gauss-Basisfunktion sich eben sehr stark an diesen Ausreißer anpasst. Hier hängt es dann wieder, ja, wie immer eigentlich, von eurem Anwendungsfall ab. Und da muss man einfach, ja, ich sag mal, was mir an der Stelle wichtig ist, ist, dass ihr euch darüber im Klaren seid, was euer Anwendungsfall für Anforderungen hat und das eben strukturiert, sauber in die Auswahl eurer Basisfunktion einfließen lasst und nicht einfach nur wild rumprobiert, weil spätestens, wenn das halt nicht mehr nur eine Eingangs- und eine Ausgangsdimension ist, ist das halt auch alles nicht mehr so einfach zu überblicken. Ja, noch ein paar andere Beispiele für Basisfunktionen. Einige davon sind ja im Bereich der Klassifikation ganz interessant. Das ist vor allen Dingen diese Sigmoidfunktion. Hier sehen wir wieder, die Sigmoidfunktion ist global definiert und bounded. Das ist eine weitere sehr wichtige Eigenschaft von Basisfunktionen. Bounded bedeutet hier, dass sie gewisse Grenzen global auch für x gegen unendlich oder minus unendlich nicht überschreitet. Das hilft eben auch dabei, dass das Modell außerhalb des Datensatzes nicht explodiert. Warum heißen die Sigmoidfunktionen? Wegen dem S. Oder sie sehen zumindest ein bisschen so aus wie ein S. Ja, kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Details dazu wird es in der nächsten Vorlesung geben. Das zweite sind die sogenannten Bin-Functions. Ich weiß gar nicht, was der deutsche Begriff dafür ist. Sind halt so ein Kasten, daher kommt der Name Bin. Auch hier bounded, lokal definiert und, ganz wichtig, im Kopf zu behalten, keine Continuity, also keine Stetigkeitseigenschaften. Das sehen wir hier an dieser Stelle hier und hier, wo der Funktionswert eben springt. Das ist häufig kein Problem, gibt aber Anwendungen, wo das eben sehr schwierig ist, auch hier wieder, die Regelungstechnik zu nennen, die das im Normalfall überhaupt nicht mag, sind also irgendwie, was ihre Stetigkeitseigenschaften angeht, genau konträr zu den Gauss-Basisfunktionen. Ja, als drittes und letztes Beispiel die sogenannten piecewise linear functions, stückweise lineare Funktionen. Auch hier not bounded, also die gehen hier eben gegen plus unendlich und global definiert. Die sind, glaube ich, nachher nochmal in der Vorlesung über neuronale Netze dran. Genau, so, jetzt habt ihr den ersten großen Abschnitt geschafft. Jetzt haben wir die linearen Modelle hinter uns. Und ja, ich würde vorschlagen, wir machen 5 Minuten Pause. Noch ein bisschen. Ja gut, dann steigen wir nochmal ein, wenn der Johannes uns das sagt. Dann geht es weiter. Verlustfunktionen. Nächstes großes Thema. Was ist eine Verlustfunktion? Ich habe das vorhin schon mal kurz, umgangssprachlich gesagt, eine Verlustfunktion misst eigentlich, wie gut passt ein Modell zu den Daten. Es ist also, mathematisch würde man sagen, auch eine Normfunktion. Man misst also den Abstand zwischen dem Modell und den Daten, wie gut passt das zusammen. Und diese Verlustfunktion gibt uns ein Werkzeug, um unser Modell zu optimieren. Weil was man im Prinzip sagen muss, das beste Modell, was wir überhaupt finden können, ist das, was am besten zu meinen Daten passt. Klingt erstmal trivial, ist aber eine Sache, die man tatsächlich mathematisch sehr schön formalisieren kann und dann eben auch sehr schön generalistisch auf hochdimensionalen Daten betrachten kann. Wie sieht es mathematisch aus? Ich habe meine Daten, xy, meine Datenpunkte, ich habe meine Parameter, w, die Gewichte und jetzt optimiere ich über l die Verlustfunktion. Und ich variiere die Parameter w so, dass diese Verlustfunktion minimal wird. Ich habe das Ganze hier unten auch nochmal aufgeschrieben, das, was ich jetzt gesagt habe. Die Notation sollte jedem geläufig sein, also was hier wo steht, was das bedeutet. Das ist auf jeden Fall wichtig mitzunehmen.
Jetzt werden wir uns drei Beispiele anschauen. Die wichtigste oder eine der wichtigsten ist die sogenannte Mean Squared Error Loss Function. Warum Mean Squared Error? Wir schauen uns hier oben die mathematische Definition an. Wir haben hier den Fehler e, das Quadrat, Squared und Mean, weil wir durch die Anzahl der Datenpunkte teilen. Das heißt, der Verlustwert am Ende ist der mittlere quadratische Fehler über diesem Datensatz. Hier Abkürzung MSE, an vielen Stellen liest man aber auch L2. Das L2 kommt einfach daher, dass das Ganze eine sogenannte 2-Norm ist. Das ist ja auch wieder eine eher technische Sache, muss man aber einfach wissen, dass MSE und L2 das gleiche sind. Hier hängt es einfach davon ab, in was für einer Community man sich bewegt, was für eine Literatur das ist oder welcher Autor. Warum ist die so wichtig? Sie ist tatsächlich hauptsächlich deswegen so wichtig, weil es eine analytische, explizite Lösung gibt. Und das macht sie eben zu einem sehr einfach einzusetzenden Tool, wo man sehr viel mit erreichen kann. Nachteil ist, dass sie gewisse Schwierigkeiten mit wieder den Ausreißern hat. Warum ist das so? Ich probiere das mal kurz hier zu skizzieren. Wenn ich jetzt durch diese Datenpunkte probieren würde, eine Gerade durchzulegen, würde das irgendwie so aussehen. Das heißt, ich habe eigentlich vier Datenpunkte, die eigentlich super schön auf einer Geraden liegen, aber dieser einzelne Datenpunkt hier zieht die ganze Gerade nach oben. Und das hat einfach damit zu tun, dass ja dieser Fehler E, den ich hier unten auf der X-Achse sehen würde, so weiter ich nach außen gehe, überproportional stark gewichtet wird. Das heißt, ein einzelner Ausreißer kann euer ganzes Modell eben verziehen und je nachdem, was man für eine Anwendung hat, kann das schon ganz schön problematisch werden. Beispiele, wo man die einsetzt, hier steht Basic Regression. Warum steht hier Basic Regression? Wenn euch nichts anderes einfällt, nehmt erstmal die. Es ist wirklich der absolute Standard, erstmal das, wenn man sonst nicht weiß, was man tun soll. Andere Beispiele, die dann tatsächlich eher physikalisch motiviert sind, sind energieoptimale Lösungen wegen dem Quadrat oder regelungstechnische Anwendungen, wo ich eben auch häufig an energieoptimalen Lösungen oder ja, stellgrößenoptimalen Lösungen interessiert bin. Anderes Beispiel oder zweite sehr wichtige Klasse von Verlustfunktionen sind die Mean Absolute Error Functions oder MAE-Funktionen. Wir sehen hier oben wieder die Verlustfunktion. Im Prinzip ergibt sich der Name genau gleich wie bei der anderen Funktion. Wir nehmen den Fehler E, davon nehmen wir den Absolutwert durch den Betrag und Mean, weil wir den Mittelwert bilden. Hier an der Stelle, wir haben es eben schon gesehen, gibt es auch noch einen anderen Namen. Das ist hier die L1-Funktion, weil das eine sogenannte 1-Norm ist. Ja, warum brauche ich die? Man ist hier besonders robust gegenüber Ausreißern, weil man nicht diesen Effekt hat, dass eben weit außenliegende Punkte hier zum Beispiel überproportional stark gewichtet werden, sondern eben ja, linear ansteigend mit dem Abstand zum Modell. Nachteile, keine analytische Lösung. Und ein weiterer Nachteil, der tatsächlich selbst bei der numerischen Lösung problematisch ist, ist die fehlende Differenzierbarkeit im Ursprung. Das heißt, wenn ich hier die Ableitung von dieser Verlustfunktion aufzeigen würde, würde das irgendwie ja, nicht ganz so aussehen. Und das ist für Optimierer relativ schwierig, weil es an dieser Stelle so aussieht, als wenn man noch weit in die Richtung gehen müsste und an dieser Stelle sieht es so aus, als wenn man noch weit in die Richtung gehen müsste. Das führt dann dazu, dass die Dinger irgendwo zwischen diesen beiden Punkten hin und her springen und nicht wirklich wissen, was sie tun sollen. Auch da gibt es wieder Techniken, was man machen kann, aber da ist man sehr schnell dann ja, bei numerischer Optimierung und das ist dann wieder ein ganz eigenes Thema für sich. Warum sollte ich es vielleicht trotzdem tun? Es gibt bestimmte Anwendungen, wo die L2-Funktion einfach überhaupt gar keinen Sinn macht. Und das sind vor allen Dingen finanzielle Anwendungen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Aktienkurs oder irgendwas anderes, was mit Euros zu tun hat, finden möchte, möchte ich, dass mein Optimierungskriterium genau die Summe meines monetären Fehlers ist. Heißt, mir bringt es ja nichts, wenn mein Modell im quadratischen Sinne gut passt, ich aber nachher einen Haufen Geld verliere, weil ich halt das Geld irgendwie quadriert habe und nachher irgendwie zusammengerechnet habe, sondern was mich da interessiert, ist der Fehler, den ich monetär tatsächlich mache.
Und das trifft man eben mit dieser L1-Funktion deutlich besser. So, drittes Beispiel. Jetzt kann man sich überlegen, wir haben eben zwei Beispiele gesehen, die relativ konträre Eigenschaften haben. Dann kommt man irgendwann auf die Idee, kann ich die beiden denn nicht irgendwie kombinieren? Das Ganze sieht hier oben mathematisch gesehen jetzt schon ein bisschen aufwendiger aus. Ich will gar nicht so detailliert auf die Formel eingehen, sondern euch das eigentlich grafisch näher bringen. Was passiert hier? Wir haben gesagt, im Ursprung fehlt uns die Differenzierbarkeit. Was mache ich also? Ich nehme im Ursprung die L2-Norm und global die L1-Norm. Und was habe ich gemacht? Global gesehen habe ich die L1-Norm, die robust gegenüber Ausreißern ist. Und lokal gesehen habe ich die L2-Norm, die dann eben diese schönen Stetigkeitseigenschaften aufweist. Und auf einmal, oh Wunder, habe ich alle positiven Eigenschaften miteinander kombiniert. Klingt so, als wenn man das Ding jetzt immer nehmen sollte. An dieser Stelle wieder nichts ist umsonst, auch hier nicht. Die riesengroße Schwierigkeit bleibt, wie wähle ich denn jetzt diesen Hyperparameter hier, dieses Delta, wo ich umschalte. Hier mag das vielleicht noch erstmal relativ trivial klingen, wenn ich jetzt wieder einen hochdimensionalen Datensatz habe, deutlich schwieriger, das Ganze zu machen. Zweiter Nachteil, auch hier gibt es keine analytische Lösung. Das heißt, ja, ich muss wieder deutlich tiefer in die Thematik numerische Optimierung einsteigen, was, wenn man mal eben schnell ein Modell fitten will, vielleicht nicht immer unbedingt der beste Weg ist. Schauen wir uns die drei nochmal im Vergleich an. Die L2-Funktion ist differenzierbar und es gibt eine analytische Lösung. Die L1-Funktion ist häufig physikalisch oder ja, eben besonders monetär intuitiver und der Huber-Loss kombiniert eben die theoretischen Stärken von beiden. Hier unten rechts sind jetzt nochmal alle drei zusammen aufgemalt, L1, L2, L3. Man erkennt hier schon so ein bisschen, wo es hingeht. Nochmal gerade diese Sache mit der überproportional starken Gewichtung der Ausreißer ist eben hier außen sehr schön zu erkennen an dieser Stelle. Ja, jetzt anwendungsnahe Vorlesung, praktische Hinweise, was solltet ihr tun, wenn es mit sowas losgeht? Ich habe es vorhin schon angedeutet, immer den L2-Verlust, wenn es keine wirklich triftigen Gründe gibt, was anderes zu machen. Weil das ist das, was am robustesten und am einfachsten funktioniert. Das heißt, ihr kommt wahrscheinlich möglichst schnell zu einem Ergebnis und ich sage mal, der Mehraufwand, den man in die anderen Methoden reinsteckt, ist nicht immer unbedingt ja, lohnenswert. Aber ich möchte euch auch durch die Beispiele, die ich euch gegeben habe, eben ja, dazu anregen und eigentlich euch dazu motivieren, über die physikalische Bedeutung der Verlustfunktion immer wieder nachzudenken und auch zu reflektieren, ist das, was ich mache, wirklich da drin mathematisch abgebildet. Also dann auch, insbesondere, wenn es dann eben ein sehr wichtiger Teil ist, sei es entweder monetär in dem Projekt oder eben für die Funktion, das auch nochmal wirklich zu reflektieren, ist das, was ich hier mathematisch mache, wirklich das, was ich mit dem, was ich hier tue, erreichen möchte. So, jetzt machen wir Pause. Genau, danach geht es dann auch mit einem etwas schwierigeren Thema weiter. 5 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. Vielen Dank. So, alle wieder an Bord. Können wir weitermachen? Wir haben jetzt eben schon ein bisschen drüber geredet, häufig erwähnt. Jetzt schauen wir uns mal an, wie denn die analytische Lösung eigentlich aussieht. Ich habe vorhin gesagt, wir lösen immer ein Optimierungsproblem. Dieses Optimierungsproblem kann man, ja, wenn man das jetzt ein bisschen konkreter mal hinschreibt, für den L2-Fall ungefähr so aufschreiben, wie es hier steht. Ich probiere den Fehler E zwischen Modell hier mit dem Dach gekennzeichnet und eben den Daten zu minimieren, indem ich meine Parameter W variiere. Ich habe das Ganze jetzt mal, damit es ein bisschen greifbarer wird, für ein einfaches, tatsächlich
für eine einfache lineare Funktion aufgeschrieben. Das ist hier, wie man das, ja, ich sag mal, aus der Schule noch kennt, eine geraden Funktion, eine geraden Gleichung. Welche Parameter habe ich hier? Das b und das w1, was eben eine Geradensteigung ist. Jetzt rechnen wir das Ganze mal für drei Beispielpunkte exemplarisch durch. Was passiert, wenn ich das hier einsetze? Ich muss über alle meine Punkte summieren, das heißt, ich habe drei Summanden und setze jeweils mein x1, y1 als ersten Datenpunkt ein, das heißt, das ist ein Datenpunkt, das ist ein Datenpunkt und das ist ein Datenpunkt. Der Parametervektor, über den ich optimiere, das w-Dach, ist hier w1 und b. Ich habe zwei Optimierungsvariablen. Und jetzt wissen wir, dass im Allgemeinen die Lösung des Optimierungsproblems immer an den Punkten liegen kann, wo der Gradient zu 0 wird. Jetzt müssen wir den Gradienten aufschreiben. Hier oben ist noch ein kleiner Fehler drin. Das muss so aussehen, dass wir das auch hier korrekt stehen haben. Ich nehme jetzt also einmal den Gradienten gegenüber W1 und einmal den Gradienten der Verlustfunktion gegenüber B. Das Ganze sieht dann so aus wie hier. Keine Angst, das ist jetzt nicht so, dass wir das jetzt hier im Detail nachrechnen werden. Ich hoffe mal, dass so wie ich das hier aufgeschrieben habe, ich auch alle Vorzeichen richtig wiedergegeben habe. Jetzt sieht man schon, warum denn eigentlich diese Matrix-Vektor-Notation so interessant ist. Wenn man das ein bisschen zusammenfasst und gliedert, kriegt man hier schon was, was irgendwie wie eine Matrix und wie zwei Vektoren aussieht. Das Ganze müssen wir jetzt noch gleich 0 setzen, was hier unten ist. Und dann haben wir eben unsere Bedingung, dass der Gradient gleich 0 werden muss, an der optimalen Stelle mathematisch präzise formuliert. Jetzt müssen wir diese Gleichung also noch lösen. Diese Gleichung nennt man auch Normal Equation. Das ist auch ein wichtiger Begriff, der immer mal wieder auftaucht. Und diese Gleichung löse ich eben, indem ich diesen Vektor hier auf die andere Seite bringe und dann schließlich diese Matrix hier vorne invertiere, sieht man hier oben an dem minus 1, und das dann eben berechne. Was wir jetzt hier sehen ist, das ist die analytische Lösung, die ich tatsächlich explizit hinschreiben kann. Und das ist eine Sache, die ist tatsächlich eine relativ starke Eigenschaft, auch wenn man das auf den ersten Blick vielleicht nicht ja, so ganz einordnen kann. Das Gute ist, so wie es hier steht, kann ich es in meinen Computer eingeben, sofort, und ich muss nichts anderes machen. Das bedeutet, ich kann die Lösung explizit angeben. So wie es hier steht, kommt sofort das Ergebnis raus. Gut, das war das einfache Beispiel. Jetzt schauen wir uns mal die allgemeine Form an. In der allgemeinen Form habe ich hier oben wieder genau das gleiche Optimierungsproblem. Ich schreibe das Ganze jetzt aber mit eben diesem Term in Matrix-Vektor-Schreibweise. Woher kommt der? Mein y-Vektor, y-Dach ist eben gleich mein x, meine Design-Matrix, und mein Parameter-Vektor w, und das ist jetzt mein Modell. Hier ist mein Modell, auch y-Dach-Vektor. Und hier sind meine Daten, und ja, der Rest der Daten wandert in diese Designmatrix. Jetzt ist ja das Ziel, dieses Modell möglichst gut an die Daten anzupassen. Und das kann ich eben dadurch formalisieren, dass ich das hier auf die linke Seite bringe und dann steht hier, dass die Daten minus das Modell gleich 0 sein sollen. Das ist das Ziel, was ich erreichen möchte. Jetzt möchte ich ja den quadratischen Fehler gewichten und das bekomme ich in der Vektorschreibweise so hin, dass ich hier links eben das Transponierte nehme und rechts den normalen Vektor. Wenn ich die beiden miteinander multipliziere, ist das tatsächlich äquivalent zu dem, was hier oben steht. Man kann sich das in ungefähr so vorstellen, dass hier dieser eine Vektor mit dem y1, bis yn steht und hier der transponierte Vektor y1 bis yn. Wenn ich die beiden jetzt miteinander multipliziere, wird es, glaube ich, relativ schnell klar, dass ich jetzt eben eine Summe über die Quadrate bilde. Ich habe hier immer y1 mal y1 bis eben yn mal yn, jeweils das Quadrat. Ich addiere das alles auf und am Ende habe ich eine skalare Verlustfunktion, die ich minimiere. So, jetzt ist das, was wir eben gesehen haben, dass man das explizit hinschreiben kann, kann man jetzt auch eben für diesen Matrixfall analytisch herleiten, mit ein bisschen Matrixanalysis lösen. Das ist alles
kein Hexenwerk, aber es ist relativ länglich, das allgemein zu machen. Ihr findet das in den Additional Slides, die Herleitung, aber sonst auch ja, in eigentlich jedem Lehrbuch. Das hier ist unsere Lösung. Das heißt, ich habe hier vorne die Designmatrix transponiert, mal die Designmatrix, von der zusammen die Inverse, das nennt man auch die Gram-Matrix. Jetzt habe ich hier hinten das X transponiert, mal Y, ja, mal dieser Y-Vektor. Das zusammen gibt mir dann eben den Parametervektor. Man sieht, dass jetzt auf einmal diese Schreibweise ziemlich elegant und kurz ist. Frage ist immer, wie kann man sich das merken? Ich persönlich merke mir das immer so, dass ich an diese Gleichung hier oben denke und mir jetzt vorstelle, ich würde die gerne nach W auflösen. Was ich dazu machen muss, ist an diese Gleichung ein x transponiert von links dran zu multiplizieren, mal x transponiert xw. Das x transponiert muss ich dran multiplizieren, weil ich diese Matrix x alleine erstmal nicht unbedingt invertieren kann. Das ist im Allgemeinen nicht der Fall. Und jetzt diese Matrix x transponiert x, die kann ich aber invertieren. Warum das so ist, kann man sich auch in den Slides angucken. Geht aber jetzt hier auch zu weit. Und dann steht es auch auf der linken Seite. Und dann habe ich auf einmal schon die Formel, na, die hier rauskommt. Das ist jetzt natürlich keine streng mathematische Herleitung von der ganzen Sache, aber eine ganz nette Eselsbrücke, wie man sich das, wenn man diese Gleichung hier oben rechts im Kopf hat, merken kann, wie jetzt die transponiert und die Inverse und so weiter angeordnet sind. So, jetzt haben wir schon über die analytische Lösung geredet. Jetzt das Schlimmste der Mathematik auch schon fast vorbei. Ganz bisschen kommt noch, aber dann habt ihr es durch. Es gibt auch noch eine sogenannte sequentielle analytische Lösung. Das heißt, ich kann das auch für jeden Datenpunkt Stück für Stück lösen. Das ist insbesondere dann interessant, wenn ich dieses Regressionsproblem online lösen möchte. Das heißt, ich möchte schon mit relativ wenig Daten meine erste Lösung bekommen und dann Schritt für Schritt neue Daten hinzufügen, um eben ja, immer bessere Schätzungen meiner Parameter zu bekommen. Eine weitere Anwendung ist, wenn nicht alle meine Daten auf einmal in meinen Hauptspeicher passen. Das ist bei den meisten Anwendungen, die wir bisher diskutiert haben, eher weniger problematisch. Insbesondere auf sehr großen Datensätzen ist es dann aber doch schnell der Fall, dass man so einen Laptop auch mal überfordern kann. Wie man das Ganze lösen kann, ist das sogenannte Recursive Least Squares, RLS. Least Squares, wieder, wie wir eben schon gesehen haben, kleinste Quadrate. Wir wollen eine quadratische Kostenfunktion minimieren. Und das Ganze besteht eigentlich immer aus drei Schritten. Ich habe meine aktuelle beste Schätzung. Die nehme ich, kombiniere die mit einem neuen Datenpunkt und dann wende ich die sogenannte Least Squares, Recursive Least Squares Update-Regel an. Und damit bekomme ich eine neue Schätzung, die dann wieder meine neue beste Schätzung basierend auf allen vorhandenen Daten ist. Und das mache ich einfach jedes Mal wieder, wenn ich eben einen neuen Datenpunkt habe. Man sieht ja schon, das Ganze kann man dann beliebig kompliziert machen. Ich kann das regelmäßig machen, ich kann das nur ab und zu machen, ich kann das nur dann machen, wenn ich der Meinung bin, dass es notwendig ist. Da gibt es die verschiedensten Varianten. Am Ende kommt es aber immer auf dieses Schema, wie wir es hier abgebildet haben, runter. So, jetzt kommt tatsächlich das letzte, vorletzte Mal wirklich viel Formel auf den Folien. Was passiert also, wenn ich meinen neuen Datenpunkt x quer y quer habe? Wie eben gesagt, wir haben die alte beste Schätzung hier links. Dann passiert eine ganze Menge Matrixmathematik. Auch hier findet ihr wieder Details dazu in den Additional Slides. Ich will aber jetzt hier nicht explizit auf die Herleitung eingehen, weil die dann doch etwas, ja, aufwendiger ist und etwas länglich, ohne jetzt wirklich zum Verständnis des Algorithmus beizutragen. Interessant ist hier, dass man jetzt hinten eigentlich erstmal ein Residuum bildet. Was ist dieses Residuum? Wir sehen hier, wir nehmen unseren neuen Datenpunkt y quer und haben hier unsere alte Schätzung. Was ich jetzt also mache ist, ich nehme die neuen Input-Variablen, berechne mit der bisher besten Schätzung eine sogenannte Prädiktion, basierend auf den alten Parametern. Das ist dieser hintere Term hier. Und diese Prädiktion, basierend auf den alten Parametern,
vergleiche ich mit dem neuen Datenpunkt. Was passiert jetzt also? Wenn meine Prädiktion perfekt ist, das heißt, wenn meine Prädiktion genau den Datenpunkt trifft, wird dieser Term hier hinten 0. Das ganze Konstrukt hier wird 0 und es passiert genau überhaupt nichts. Heißt, wenn ich die perfekten Parameter habe, passiert hier nichts mehr und daraus folgt eben, dass das auch tatsächlich konvergiert. Wenn hier hinten allerdings eine Abweichung da ist, berechne ich mit diesen Matrizen hier vorne den sogenannten Correction Gain und der sagt mir eben, wie stark ich jetzt welchen Parameter anpassen muss, basierend eben auf dem Residuum. Dabei kommt die sogenannte Memory Matrix zum Einsatz P. Die gibt sozusagen an, wie viele Datenpunkte schon da sind und wie sicher man sich im Moment bei der aktuellen Schätzung ist. Das heißt, die ist gewissermaßen auch ein Tool, um am Anfang einzustellen, wie schnell die Parameterschätzung konvergiert. Genau, hier unten die Formel, auch das eher der Vollständigkeit halber, wenn ihr das mal implementieren wollt und tatsächlich nachbauen wollt. Wir werden sicherlich nicht in der Klausur hingehen und irgendwie das Auswendiglernen von diesen Formeln abfragen. Wichtig ist, dass ihr den Mechanismus versteht und die Begriffe kennt. Für diejenigen, die in der Regelungstechnik ein bisschen bewanderter sind, sei hier an der Stelle auch gesagt, dass das hier tatsächlich mit dem Kalman-Filter identisch ist. Das heißt, wenn man das sich im Kontext von dynamischen Systemen anschaut, tritt es genau wieder auf. Und auch das ist eine der großen Stärken von diesen analytischen Lösungen, dass sie sich eben in sehr vielen Bereichen immer wieder auftauchen und sehr große Äquivalenzen ergeben. Eine Modifikation an der Stelle möchte ich euch noch vorstellen, den sogenannten Vergessensfaktor. Was passiert jetzt, wenn ich über sehr lange Zeit, zum Beispiel in meinem Auto, irgendeinen Wert lerne? Sei es die Masse von dem Fahrzeug mit den Passagieren, die gerade drinnen sitzen. Irgendwann wird irgendjemand aussteigen oder zusteigen, das heißt, die Masse ändert sich. Das bedeutet, die alten Datenpunkte sind falsch, haben also für mein aktuelles Schätzproblem keine Aussage mehr. Wenn ich ausschließlich die Formel, die ich euch eben gezeigt habe, anwenden würde, würden alle Punkte immer gleich gewichtet werden. Das heißt, ich brauche quasi sehr, sehr lange, bis die alten Punkte unbedeutend werden, weil ich erstmal deutlich mehr neue Punkte mit dem neuen Parameter brauche, um eben den richtigen Wert schätzen zu können. Und tatsächlich kann ich da dann eben auch nie vollständig konvergieren, weil eben die alten Werte immer noch präsent sind in der Schätzung. Eine Möglichkeit, das zu umgehen, ist der sogenannte Vergessensfaktor, der eben dafür sorgt, dass alte Werte nach und nach geringer gewichtet werden und somit aus der Schätzung rauslaufen. Auch hier die Formeln der Vollständigkeit halber, wenn man das implementieren möchte, zum Nachschauen. Wie wichtig ist wieder die Idee an der Stelle hier? Jetzt haben wir eine ganze Zeit lang über die analytische Lösung gesprochen. Ich möchte euch auch kurz einen Eindruck darüber geben, wie man das Ganze numerisch iterativ lösen kann. Und ja, wir haben jetzt hier eine ganz einfache Visualisierung für eine Kostenfunktion über einem einzelnen Parameter. Ich fange jetzt hier oben an und jetzt sagen wir mal, ich weiß ein bisschen was über meine Kostenfunktion. Ich weiß, wie sie grob aussieht, weil ich die ja spezifiziere. Und jetzt kann ich gucken, in welche Richtung wird denn diese Kostenfunktion kleiner. Das heißt, in welche Richtung zeigt der Gradient. Und dieser Gradient zeigt jetzt eben hier in dem Fall nach links. Was ich jetzt also mache ist, ich variiere meinen Parameter in diese Richtung. Die Geschwindigkeit, wie stark ich das mache, sollte natürlich davon abhängen, wie schnell oder wie steil ich hier absteige. Das ist die sogenannte Methode des Gradientenabstiegs. Das ist die simpelste und einfachste Methode, so ein Problem zu lösen. Das ist tatsächlich in Codezeilen, die man an einer Hand abzählen kann, implementiert. Wird auch im Bereich von künstlichen neuronalen Netzen immer noch eingesetzt, eben weil es so einfach ist und auch bei sehr großen Netzen funktioniert. Es gibt auch andere Methoden, solche Sachen zu lösen. Hier seien zwei an der Stelle genannt, Gauss-Newton und der Levenberg-Makar-Algorithmus. An der Stelle merkt man schon, es gibt eine gewisse Varianz. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, das zu lösen. Wir werden hier an der Stelle nicht weiter darauf eingehen. Vorteile ist tatsächlich, ich kann mir die wildesten Kostenfunktionen ausdenken. Nachteil hier an der Stelle, ich muss mich mit numerischer Optimierung auskennen, was tatsächlich einfach nur mein eigenes Arbeitsgebiet ist,
wo man auch viele, viele Vorlesungen zu besuchen kann, bis man da die wirklich komplizierten Probleme eben auch strukturiert angehen kann. Weiteres Beispiel oder weitere Ergänzung noch, vorhin schon mal kurz angedeutet, sogenannte Constraints, also Beschränkungen auf den Parametern. Das kann an vielen Stellen Sinn machen, ist allerdings auch nicht unbedingt notwendig. An welchen Stellen macht das Sinn? Das sind vor allen Dingen da, wo ich nicht negative Werte habe. Beispiele, Temperatur, Federkonstanten, Massen, die können gar nicht negativ werden. Dieses Wissen, was ich jetzt eben aus meinem Studium, aus meinem Fachwissen habe, kann ich natürlich dem Optimierer auch irgendwie mitgeben und den das nutzen lassen. Es ist aber eben häufig so, dass das nicht wirklich notwendig ist, weil die Datenpunkte tragen dieses Wissen ja auch in sich. Das heißt, das mit den Constraints ist hauptsächlich eine Sache, um die Robustheit zu erhöhen und wenn ich insbesondere sehr, sehr wenige Datenpunkte habe, die Lösung ja eindeutiger zu machen. Hier muss man einfach auch beachten, das steht hier unten nochmal, dass das Ganze dann schwieriger zu lösen ist. Ich habe dann keine analytische Lösung mehr. Ich habe dann eben nur noch diese iterative Lösung und mache dann da gleich wieder ein ganz neues Fass auf. Das heißt, das ist eine Sache, ist gut zu wissen, aber nur wenn es euer spezielles Problem eben erfordert. Zum Abschluss von dem Kapitel jetzt nochmal so einen kleinen Entscheidungsbaum. Wie gehe ich so ein Problem an, wenn ich das tatsächlich lösen möchte? Die allererste Frage, die ich mir stellen sollte, ist die Kostenfunktion, die ich benutzen möchte, um mein Modell zu trainieren, quadratisch ja oder nein? Wenn nein, haben wir gelernt, numerisch-iterative Lösung. Hier unten fehlt was. So. Wenn ja, habe ich Parameter-Constraints. Auch dazu haben wir eben schon gesehen, wenn ja, numerisch-iterative Lösung. Wenn der Datensatz sehr, sehr groß ist, dann wird es mit dem Invertieren von diesen Matrizen, die wir vorhin in der analytischen Lösung gesehen haben, relativ kompliziert. Zum einen, weil es dann irgendwann so ist, dass die Matrix nicht mehr in den Speicher passt. Heißt, wenn ich meine Matrix nicht mehr in den Speicher kriege, kann ich erst recht keinen Algorithmus mehr schreiben, der sie invertiert. Heißt, da habe ich schon mal ein fundamentales Problem. Jetzt kann ich natürlich entweder deutlich mehr Speicher nehmen oder ich gehe das Ganze numerisch an oder eben iterativ. Wenn das aber nicht der Fall ist, dann ist die Frage, habe ich alle Daten direkt? Wenn ja, setze ich meine analytische Lösung ein. Wenn nein, eben diese sequentielle analytische Lösung, wo ich Schritt für Schritt meine Schätzung verbessern kann. Der Stelle vielleicht noch diese Frage, ist das Set sehr groß? Ist immer so ein bisschen schwierig, weil was ist denn jetzt sehr groß? Um euch mal eine Größenordnung zu geben, sehr groß an dieser Stelle würde jetzt auf jeden Fall mal was bedeuten, wenn ich deutlich über 1000 Datenpunkte habe, dann ist irgendwo die Größenordnung, also wenn ich eine Matrix invertieren muss, die 1000 mal 1000 ist, kann das dann langsam schon bedeutsam werden. Das heißt nicht, dass es nicht mehr funktioniert, aber bis dahin hat man im Normalfall gar keinen Stress damit. Das hängt dann wieder sehr stark davon ab, was für ein Programm hat man, auf was für einem Computer ist man. Auf einem Fahrzeugsteuergerät kann das wieder ganz anders aussehen als auf einem klassischen Windows-Computer. Muss man dann wieder von Problem zu Problem schauen. Aber da habt ihr mal eine Größenordnung an der Hand, um euch mal eine erste Idee zu geben, wie das aussehen kann. So, drittes Kapitel vorbei. Gibt es Fragen bis hierhin? Nein, das habe ich euch erschlagen mit den ganzen Formeln. Jetzt kommen wieder mehr Bilder, dann schauen wir mal. Genau, Regularisierung und Validierung. Beides Begriffe, die heute schon mal gefallen sind. Jetzt werden wir uns anschauen, was das im Detail bedeutet. Wir haben schon darüber gesprochen, dass man das Modell wählen muss. Jetzt ist allerdings die Frage, wie. Hier ist ein Beispiel für drei verschiedene Modelle dargestellt, die alle auf den gleichen Datensatz angepasst wurden. Hier links eine einfache Gerade, die eben durch den Datensatz irgendwie durchgeht. Man sieht aber, dass die irgendwie das Verhalten der Daten nicht wirklich gut approximieren kann. In der Mitte, das sieht schon ziemlich gut aus, so kann man das lassen. Wenn das immer so rauskommen würde, wären wir alle ziemlich glücklich. Und hier rechts sieht man, dass das Modell viel zu stark auf so einzelne Sensitivitäten in den Datenpunkten reagiert. Jetzt haben wir hier den Effekt des sogenannten Overfittings.
Das ist ein ganz wichtiger Effekt. Im Normalfall spricht man von Overfitting. Man hat aber auch immer den entgegengesetzten Begriff des Underfittings, wenn das Modell eben zu wenig Freiheitsgrade enthält. Die Schwierigkeit hier ist vor allen Dingen, wenn das Ganze nicht mehr zweidimensional ist, wenn ich meinen Datensatz nicht mehr visualisiert kriege, das strukturiert anzugehen, weil ja, der Mensch eben Schwierigkeiten damit hat, Sachen, die mehr als drei Dimensionen haben, sich vorzustellen. Gucken wir uns das Ganze mal an einem Beispiel an. Das Overfitting kann man ja ganz generell auch als das Problem, dass das Modell nicht generalisieren kann, interpretieren. Das heißt, das Modell schafft es nicht, zwischen den wenigen Datenpunkten die richtige Interpolation zu finden. Wie ist das hier rechts in unserem Beispiel? Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Datenpunkte. Wenn ich diese 10 Datenpunkte jetzt mit einem Polynom 0. Grades approximiere, funktioniert das naturgemäß relativ schlecht. Das gleiche ist, wenn ich ein Polynom 1. Grades nehme. Was man hier sieht, wenn ich ein Polynom 3. Grades nehme, funktioniert das schon deutlich besser und der globale Trend wird eben ja, gut getroffen. So, allerdings, wenn das Polynom viel zu hohen Grad hat, sieht man, dass es zwischen den Punkten auf einmal anfängt so zu zucken. Und hier ist es so, dass das Polynom auf den Trainingsdaten selber einen sehr guten Fit hat, aber sozusagen zwischen den Trainingsdaten sehr schlecht generalisiert und Werte liefert, die eben überhaupt nicht wirklich relevant sind. Wodurch kann das passieren? Es gibt den sogenannten Curse of Dimensionality, der das formalisiert, dass meine Datenpunkte viel zu weit auseinander sind. Wenn ich 16 Datenpunkte auf einer Dimension verteile, wie hier oben rechts, sind die noch relativ nah beieinander. Wenn ich die auf zwei Dimensionen verteile, liegen die schon weiter weg. Wenn ich die in so einem Würfel verteile, sind das schon nur noch ziemlich wenig Datenpunkte. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, wenn man quasi immer Punkte im Abstand von der Distanz 0,1 legen würde, bräuchte ich hier oben für eine Unit-Einheit 10 Punkte, hier bräuchte ich 100 Punkte und hier bräuchte ich schon 1000 Punkte. Heißt, je mehr Input-Dimensionen ich habe, desto größer ist die Gefahr, dass eben dieses Overfitting auftritt. Wie kann man das verhindern? Ich kann meine Daten in sogenannte Validierungsdaten und in Trainingsdaten unterteilen. Das sieht man hier auf der linken Seite. Was man dann macht, ist, dass man mit den Trainingsdaten drei verschiedene Modelle trainiert und diese dann auf den Validierungsdaten abgleicht. Wenn es die Modelle schaffen, auch auf den Validierungsdaten gut zu performen, kann man ganz am Ende das beste Modell nochmal auf dem gesamten Datensatz trainieren. Was bedeutet das dann im Detail? Wenn ich meine Modellkomplexität hochschraube, wird mein Modellfehler sowohl auf den Trainingsdaten als auch auf den Testdaten zunächst einmal besser, weil das Modell die Varianz in den Daten erklären kann. Irgendwann komme ich in eine Region, wo sich das nicht wirklich ändert. Und dann ist es irgendwann so, was wir eben bei dem Polynom gesehen haben, ab hier nach rechts, dass das Polynom dann auf einmal die Trainingsdaten zwar super gut approximiert, aber auf dem Validierungsdatensatz eben sehr schlecht performt. Und das ist ein Plot, den man immer als Tool einsetzen kann, um solche Hyperparameter zu tunen. Was sind so Probleme, die dabei auftreten können? Im Prinzip das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass euer Validierungsdatensatz eine ganz andere Charakteristik hat als der Trainingsdatensatz. Da muss man erstmal gucken, dass man quasi genug Daten hat und beide Datensätze sozusagen alle wichtigen Varianten der Daten repräsentieren. Und ein weiterer Punkt ist, man sollte seine Daten, wenn möglich, so gut wie möglich visualisieren, was eben ja, es einem deutlich einfacher macht, zu erkennen, ob ein Problem vorliegt oder eben nicht. Weitere Technik, die man anwenden kann, ist die sogenannte Cross-Validierung. Das heißt, ich kann meinen Datensatz in 4 verschiedene Packages unterteilen und jeder von denen ist sozusagen, also jedes Mal ist ein anderer Teil der Validierungsdatensatz. Ich trainiere mein Modell also immer auf anderen Teilen der Daten. Jetzt werden da viele verschiedene Modelle bei rauskommen und die Varianz zwischen diesen Modellen ist ein guter Indikator für die Modellstabilität. Das heißt, wenn ich aus diesem Trainingsdatensatz irgendwie was rausbekomme, was so aussieht und aus diesem Trainingsdatensatz was rausbekomme, was so aussieht, dann ist mein Datensatz wahrscheinlich deutlich zu klein und ich muss mir noch was anderes einfallen lassen, als nur mit irgendwelchen numerischen Tricks zu probieren, das zu verbessern.
Eine Möglichkeit, diese Datinumerik auszunutzen, ist die sogenannte Regularisierung. Was ich ja eigentlich möchte, ist, dass ich die Modellstruktur nach meinem Problem auswähle und nicht nach der Anzahl der Daten. Was gibt es für Regularisierungen und wie sieht das eigentlich aus? Wir haben hier die sogenannte Rich Regression. Das nennt man auch L2-Regularisierung. Hier taucht der Begriff wieder auf, den wir vorhin schon mal gesehen haben. Wie spiegelt sich das dann nachher in dem Problem wieder? Wir haben hier unten rechts das Optimierungsproblem und zusätzlich zu der Verlustfunktion hier taucht ein sogenannter Regularisierungsterm auf, wo ich das Quadrat der Parameter nochmal mit dem Term Lambda gewichte. Und das sorgt eben dafür, dass insbesondere bei Polynombasisfunktionen die Parameter nicht sozusagen explodieren und ja, dann irgendwie sowas machen, was wir eben gesehen haben, was irgendwie so aussehen könnte. Genau, schön hier an der Rich Regression ist, dass es auch wieder eine analytische Lösung gibt, wenn man mit der L2-Verlustfunktion arbeitet. Es also wieder relativ einfach zu implementieren ist und sehr robust funktioniert. Zweite mögliche Regularisierung, ähnlich wie bei den Verlustfunktionen, ist die L1-Regularisierung. Im Prinzip ja, erweitert sich das, was wir von den Verlustfunktionen kennen, jetzt direkt auf den Regularisierungsterm, wo ich hier hinten den Absolutwert der Parameter gewichte. Auch hier ist es wieder so, dass wir eben keine analytische Lösung mehr haben und zu anderen Lösungsverfahren greifen müssen. Interessante Eigenschaft ist, dass dieser Regularisierungsterm dazu tendiert, sogenannte Sparse Solutions zu produzieren. Eine Sparse Solution ist so eine, wo ich hier eben viele Nuller habe im Parametervektor. Das heißt, ich kann die auch dazu nutzen, um wichtige Features zu identifizieren, die einen großen Beitrag zu meinem Modell und zur Erklärung meiner Daten liefern. Wie sieht das Ganze dann aus? Hier einmal für zwei verschiedene Basisfunktionen dargestellt. Wir haben einen Datensatz, der hier relativ stark streut. Jetzt ist es so, dass jeweils in lila ist das Original ohne Regularisierung aufgetragen. Und dann sehen wir hier links in gelb und in rot die regularisierten Funktionen, die sich eben deutlich stabiler verhalten. Nachteil ist hier immer, dass ich mich natürlich nicht mehr so gut an den Datensatz anpasse und irgendwie einen Term in die Optimierung einführe, den ich eigentlich nur brauche, um meine Numerik in den Griff zu bekommen. Rechts bei den Gauss-Basisfunktionen das gleiche Verhalten. Was man hier jetzt sieht, ist, dass der Wert von dem Lambda, ab dem das gut funktioniert, hier eben ein anderer ist. Das kann man dann immer mit den Plots, die wir eben schon mal gesehen haben, einstellen. So sieht das Ganze dann aus. Hier habe ich meinen Regularisierungsterm aufgetragen. An der Stelle ist wieder so, ich würde das Ganze so lange vergrößern, bis ich eben hier bin und feststelle, dass der Fehler auf meinem Testdatensatz explodiert. So, jetzt nochmal der sogenannte Bias-Variance-Trade-Off. Das ist eine Möglichkeit, das Over- und Underfitting, was wir eben jetzt uns relativ grafisch angesehen haben, wie man das formalisieren kann. Und es ist so, dass dieser Fehler hier vorne, dieser quadratische Fehler, sich immer in drei Teile zerlegen lässt. Das ist das sogenannte Noise, das Rauschen auf den Daten, was ich nie loswerden kann, weil das eben auf den Daten einfach drauf ist. Die Varianz zwischen den Modellen und die grundlegende Abweichung zwischen dem Modell und den echten Daten. Wie sieht es aus? Wenn ich jetzt diesen Regressionsprozess auf verschiedenen Daten häufig anwenden würde, ist es so, dass hier links in Rot sieht man das, was passiert, wenn ich diesen Regressionsprozess 100 Mal anwende auf Datensätze, die durch den gleichen Prozess erzeugt wurden. Dadurch, dass man hier einen relativ hohen Regularisierungsparameter hat, der ist hier 2,6, ist es so, dass das Modell sich eben relativ schlecht nur an die Originaldaten in grün anpasst, aber auch eine sehr geringe Varianz hat. Das heißt, wir haben einen hohen Bias und eine geringe Varianz. Nach hier unten ist das genau andersherum. Ich habe einen sehr geringen Regularisierungsparameter hier unten. Dadurch entsteht eine hohe Varianz im Modell, aber gleichzeitig passt das Modell sich eben auch sehr gut an die tatsächlichen darunterliegenden Prinzipien an. Das Ganze nochmal ein bisschen anders visualisiert, im Prinzip mit so einer Dartscheibe. Was ich immer haben möchte, ist eigentlich das oben links,
Das ist irgendwo mein Ziel. Ich würde ja natürlich am liebsten einen geringen Bias und eine geringe Varianz haben. Das ist allerdings schwierig zu erzielen. Geht nur, wenn man sehr viele Daten hat und auch das passende Modell. Das heißt, in der Realität bewege ich mich eben durch diesen Bias-Variance-Trade-off immer zwischen diesen beiden, wo ich dann eben meine Hyperparameter, also meine Modellkomplexität und meine Regularisierungsparameter nutzen kann, um ja, zwischen diesen beiden zu interpolieren. Hier gilt wieder, es hängt am Ende von der Anwendung ab, was die bessere Lösung ist. Einen Tod muss man sozusagen sterben. Was man natürlich sonst immer noch machen kann, ist sich mehr Daten verschaffen, wenn das eine Option ist. So, Regularisierung, Validierung sind wir jetzt durch. Letzter Abschnitt, einige Hinweise, die über Probleme und Fallstricke, die in der Praxis immer wieder auftauchen können oder ja, einem eben begegnen. Ein Thema ist, dass die Regression nicht immer unbedingt die intuitive Lösung ist. Das heißt, manchmal passiert es, dass man ein Modell fittet, man stellt fest, also irgendwie so richtig passt es nicht zu dem, was ich jetzt intuitiv gemalt hätte, wenn ich da eine Gerade durchzeichnen würde. Der Grund dahinter ist folgender. Wenn ich diese Regression ausführe, minimiere ich den Fehler in Y-Richtung. Das ist hier in Orange eingezeichnet, diese Fehler. Was man aber als Mensch häufig macht, ist, den Fehler eigentlich orthogonal zu diesen Datenpunkten hier zu minimieren. Das ist der Grund, warum es manchmal, insbesondere wenn Ausreißer und so dabei sind, irgendwie eine Lösung gibt, die jetzt nicht so mit dem übereinstimmt, was man gemacht hätte, wenn man selbst die Gerade durch die Punktwolke gemalt hätte. Ich werde jetzt nicht darauf eingehen, wie das im Detail funktioniert. Die wichtigen Begriffe hier sind, ja, oder wichtig ist, dass man die Begriffe mal gehört hat. Das ist das sogenannte Total Least Squares oder die Principal Component Analyse, PCA. Die ermöglichen es einem eben, solche Graden zu erzielen. Aber auch hier wieder deutlich mehr Aufwand, komplizierter in der Theorie, muss man eben dann wieder schauen, ob sich das lohnt im einzelnen Anwendungsfall. Eine andere Sache, die sich tatsächlich eigentlich immer lohnt, ist die Normalisierung. Heißt, alle Daten ungefähr auf ja, eine sinnvolle Größenordnung zu bringen. Da gibt es jetzt verschiedene Gründe, warum das so ist. Einer, den haben wir vorhin schon mal angesprochen, dass insbesondere bei den Polynommodellen die Numerik von der ganzen Sache relativ schnell zusammenbricht. Hier seht ihr mal die gleiche Regression, einmal im Bereich von 100 bis 200 und einmal im Bereich von 1000 bis, 1000 bis 1002. Ja, eben hatten wir 100 bis 102. Was hier jetzt passiert ist ganz einfach, dass obwohl das nur auf der X-Achse verschoben wurde, dieser Fit nicht mehr so gut funktioniert, weil eben hier durch die Potenzen, die wir hier hatten, wir erinnern uns, x², x hoch 3 und so weiter, die Spreizung zwischen den Einträgen in dem Algorithmus deutlich größer werden. Was man jetzt hier sieht ist, wenn man das Ganze auf den skalierten Punkten fittet, das ist hier die gelbe Linie, funktioniert das in beiden Linien, in beiden Fällen genau gleich gut. Wenn man das auf den noch nicht skalierten Punkten macht, dann funktioniert das eben im rechten Fall deutlich schlechter. Weiteres Thema ist Skalierung der Ausgangsdaten. Was bedeutet das? Manchmal habe ich verschiedene physikalische Größen in meinen Ausgangsdaten. Und das kann dazu führen, dass ich bestimmte Sachen, die ich vielleicht gar nicht so stark gewichten möchte, stärker gewichte. Ein Beispiel hier ist, dass wenn ich die Krümmung von ja, dem Fahrzeug, die Krümmung, von die mein Fahrzeug gerade fährt, bestimmen möchte, habe ich dazu üblicherweise zwei Sensoren in meinem Fahrzeug. Das ist einmal die Gierrate und einmal der Querbeschleunigungssensor. Jetzt gibt es für den stationären Fall hier zwei Zusammenhänge. Das ist einmal V mal Kappa und einmal V Quadrat mal Kappa, also die Fahrzeuggeschwindigkeit mal der gefahrenen Krümmung. Was jetzt natürlich passiert ist, dass dadurch, dass hier die Geschwindigkeit im Quadrat auftaucht, die hinteren Werte deutlich größer werden. Heißt, wenn ich jetzt probieren würde, mein Kappa zu schätzen, würden sozusagen dadurch, dass die Querbeschleunigungswerte insgesamt deutlich höher sind, diese in der Optimierung deutlich stärker eingehen, weil die natürlich auch einen deutlich höheren Fehler produzieren. Dementsprechend macht es hier immer Sinn zu skalieren. Wir sehen das hier unten dann, wie das aussehen kann. Dann sind alle Werte in der gleichen Größenordnung und gehen dementsprechend auch gleichgewichtet in die Optimierung ein. So, jetzt
sind wir fast am Ende und wir schauen uns noch mal kurz an, wie dann eigentlich das, was wir jetzt in den letzten 90 Minuten gemacht haben, mit dem, was wir am Anfang auf den Lernzielen gesehen haben, zusammenpasst. Und ich werde noch mal die wichtigsten Punkte herausstellen, was euch auch hilft für die Klausur, zu schauen, was ist wichtig und worauf muss ich mich konzentrieren. Was haben wir heute gelernt? Wir haben gelernt, wie eigentlich so ein Regressionsproblem aussieht und wo die Unterschiede zum Clustering und zur Classification sind. Heißt, ein wichtiger Punkt für die Klausur ist, solche Probleme einteilen zu können. Dann haben wir den Unterschied zwischen linearer und nichtlinearer Regression gelernt. Wir haben auch gelernt, dass die lineare Regression nicht nur auf Geraden beschränkt ist, sondern auch deutlich komplexere Zusammenhänge abbilden kann. Wir haben Anwendungsfälle für eben die Automobiltechnik gelernt, haben viele verschiedene Beispiele gesehen und ihr solltet jetzt alle wissen, dass man mit Machine Learning eben nicht nur sehr komplizierte, sondern eben auch viele relativ einfache Probleme lösen kann. Dann haben wir gesehen, dass es lokale und globale Basisfunktionen gibt und wir haben uns angeschaut, was die unterschiedlichen Stärken und Schwächen sind und wofür man sie einsetzen kann. Wir haben verschiedene Verlustfunktionen gesehen, auch hier unterschiedliche Stärken und Schwächen. Ich denke mal, das ist klar, die beiden Themen sind besonders wichtig, dass man das einfach mitnimmt. Wir haben uns heute sowieso nur auf die üblichsten und die gängigsten beschränkt. Das ist eben, ja, ein sehr wichtiger Inhalt der Vorlesung. Dann haben wir gesehen, dass es iterative und analytische Lösungsmethoden gibt. Wir haben uns vor allen Dingen mit den analytischen Lösungsmethoden beschäftigt. Wir haben uns nicht so genau die Mathematik dahinter angeschaut, aber hier wieder wichtig zu wissen, dass es sie eben gibt und warum sie so wichtig sind. Wir haben uns Regularisierungs- und Validierungstechniken angeschaut und haben gesehen, wie man die Validierungsdatensätze nutzen kann, um Modellhyperparameter, wie zum Beispiel die Anzahl der Polynome oder eben die Regularisierungsparameter einzustellen. Und am Ende haben wir noch einige Details gesehen, die wichtig sind, wenn man das Ganze in der praktischen Anwendung machen möchte. Und auch da ist uns wichtig, dass ihr mitnehmt, was so die üblichsten Stolpersteine und Fallstricke sind, dass ihr die eben erkennen könnt und euer Problem quasi schon, bevor sie auftreten, dahingehend passend einstellen könnt. Ich habe euch noch ein bisschen Literatur mitgebracht. Wenn euch das jetzt weiter interessiert und ihr die Themen vertiefen wollt, gibt es hier drei Lesevorschläge. Das sind das Buch vom Herrn Bishop, das Buch von den drei Herren hier und das Buch vom Herrn Murphy. Alle drei ein bisschen unterschiedlich, aber sehr lesenswert, gehen aber natürlich an vielen Stellen deutlich weiter in die Tiefe, sind aber halt auch eine Chance, wenn man sich mit den Themen beschäftigt und es tatsächlich anwenden möchte, da noch mehr zu lernen und eben zu verstehen, was hinter alledem steckt, was wir heute gesehen haben. Gut, dann haben wir jetzt 10 Minuten Pause und dann schauen wir uns das Ganze gleich nochmal ein bisschen praktischer an den Programmierbeispielen an. Vielen Dank. Also, an Betracht der Zeit würden wir schon mal weitermachen, damit wir noch ein bisschen was schaffen heute. Der Johannes hat es in der E-Mail schon ein bisschen angedeutet. Wir haben uns noch mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wie man das am klügsten machen kann. Und wir werden euch jetzt zwei Tools vorstellen, die relativ nützlich sind, wenn man mit Python eben solche Sachen, wie wir eben in der Vorlesung gesehen haben, dann auch tatsächlich praktisch mal anwenden will. Das erste ist scikit-learn. Das ist ein relativ prominentes Beispiel für eine Python-Library, die eben verschiedenste Machine-Learning-Funktionalitäten bereitstellt. Dort gibt es Funktionen für all das, was ihr heute gesehen habt und für all das, was ihr an den nächsten beiden Terminen sehen werdet. Das heißt, wenn ihr irgendwie sowas mal nachimplementieren wollt, ist das euer Startpunkt oder unsere Empfehlung für euren Startpunkt. Natürlich gibt es viele andere, aber scikit zeichnet sich eben insbesondere durch sehr gute Dokumentation und intuitive Schnittstellen aus. Das zweite Tool, was der Johannes auch bereits in der E-Mail angekündigt hat, ist das sogenannte Jupyter Notebook. Jupyter Notebook ist ein sehr geschicktes, elegantes Tool, um Python-Code zu entwickeln.
und ist eigentlich ideal für kleinere Projekte und insbesondere auch für studentische Arbeiten, weil es eben die Möglichkeit hat, sowohl zu programmieren, als auch Resultate zu visualisieren, als auch zu dokumentieren. Das heißt, man hat eine sehr breite Palette und das ist wirklich ein super geschicktes Tool und deutlich schlanker und leichtgewichtiger, als es vielleicht PyCharm ist. Die Anleitung, wie man das benutzt und so weiter, findet ihr hier in den Slides. Ich werde es euch jetzt gleich einmal zeigen, aber dann nochmal zum Nachlesen, auch für zu Hause. Der ganz wichtige Punkt steht da unten in Fett gedruckt. Für die Hausaufgaben im Moodle, für die beiden Programmierbeispiele, findet ihr jeweils ein Jupyter Notebook auf Moodle, was ihr nachher runterladen könnt und quasi euren Code, bevor ihr ihn im Moodle eingebt, bei euch zu Hause testen könnt. Hintergrund ist der, dass diesmal die Programmierbeispiele ein bisschen umfangreicher sind. Tipp hier, sich auch mal angucken, welche Libraries sind eingebunden. NumPy ist so ein Stichwort, da gibt es ein paar ganz nette Funktionen, die einem helfen können bei dem, was man tun soll. Noch ein Tipp, man kann alles in unter 10 Zeilen lösen. Beide Aufgaben, die man programmieren muss, unter 10 Zeilen. Also wenn ihr deutlich mehr habt, dann vielleicht nochmal die Libraries anschauen und nochmal überlegen. Gut, dann starten wir auch schon durch, uns das Ganze mal anzuschauen. Jupyter Notebook hat zum einen so Programmierzellen, die wir hier oben sehen, und zum anderen sogenannte Textzellen, die da unten drunter sind. Das heißt, ich kann hier oben in der oberen Zelle, die gerade grün markiert ist, den Code reinschreiben und den dann ausführen, Zelle für Zelle, aber gleichzeitig eben auch meine Dokumentation durchführen. Ich habe hier ein paar Sätze geschrieben, hier sieht man auch ein paar Beispiele, was man alles machen kann. Schrift fett, man kann hier noch Sachen besonders hervorheben, man kann Links hinterlegen, man kann auch Gleichungen in LaTeX eintippen. Das insgesamt ist einfach ein super elegantes Tool, einfachere Programmieraufgaben oder kleinere Projekte umzusetzen. Wie sieht das Ganze dann aus? Man kann zum Beispiel Funktionen definieren, man kann die dann aufrufen. Hier unten sieht man jetzt auch gleich das, was diese Funktion dann ausgeführt hätte. Das heißt, Print-Befehle zum Beispiel werden direkt ausgegeben, hier unter dem Fenster. Geschickt ist das zum Beispiel auch, wenn man Plots darstellen möchte. Die tauchen also auch direkt auf. Das zusammen mit der Dokumentation ist eben ja, super für kleinere Projekte. Man kann jetzt hier auch einfach mal was drin ändern, zum Beispiel eine 10 reinschreiben. Und hier eine 2 und das Ganze dann nochmal erneut ausführen und schon hat man was geändert. Das heißt, auch wenn man zum Beispiel mal verschiedene Parameter irgendwo durchprobieren möchte oder sowas, dann ist das immer ein sehr geschicktes Tool. Gibt es dazu erstmal Fragen? Gut, dann gehe ich davon aus, dass es eigentlich alle schon kannten, wir es nur noch nicht gezeigt haben. Gut. Uns, ja. Jetzt ein bisschen mehr dem Vorlesungsinhalt zuwenden. Ich habe euch verschiedene Jupyter Notebooks vorbereitet. Eins davon mit dem Titel LinRec, steht für Linear Regression, implementiert drei wichtige Verfahren, die wir heute in der Vorlesung gesehen haben. Das klassische Least Squares Verfahren, das regularisierte L2 regularisierte Least Squares Verfahren und das L1 regularisierte Least Squares Verfahren. Ich werde jetzt hier nur ganz kurz zeigen, was man damit machen kann. Das ist für euch, für zu Hause, um mal einen Eindruck zu bekommen, wie sieht es aus, wie kann man das implementieren, worauf muss man achten und auch mal ein Beispiel zu haben, wenn man sowas dann selber machen möchte. Das Ganze läuft so ab, dass man zunächst seinen Datensatz generiert mit einer beliebigen Funktion, die jetzt hier spezifiziert ist, hier. Und diese Datenpunkte werden dann hier zufällig generiert, sowohl in der X-Koordinate als auch in der Y-Koordinate mit einem gewissen Rauschen versehen. Diese Datenpunkte werden jetzt danach genutzt, um diese Funktion zu identifizieren. Was wir als erstes machen müssen, haben wir vorhin gesehen, den Datensatz in Trainings- und in Validierungsdaten aufzuteilen. Man kann hier oben den Anteil an den Trainingsdaten einstellen. Das sind so Parameter, mit denen man dann mal spielen kann und sich mal anschauen kann, was dann passiert.
Jetzt kommen die drei Implementierungen, polynomiale Regression mit eben, also alles drei sind polynomiale Regressionen, aber einmal mit dem Ordinary Least Squares Verfahren, also dem Standard Least Squares Verfahren, einmal L2 regularisiert oder Rich Regression und einmal L1 regularisiert, auch genannt Lasso Regression. Ich will jetzt gar nicht so im Detail auf die Implementierung eingehen, das könnt ihr euch in Ruhe zu Hause anschauen. Was eigentlich interessanter ist, ist sich jetzt mal die Ergebnisse anzuschauen. Wir vergleichen die jetzt mal, werden kurz die wichtigsten Sachen diskutieren und uns dann anschauen, was daraus folgt. Wenn wir jetzt die ganz klassische, nicht regularisierte Version anwenden, gibt uns hier der Algorithmus, wir haben jetzt mal angenommen, wir haben ein Polynom fünften Grades aus, das ja, es eben diese Koeffizienten hat. Dann gibt es den Fehler auf dem Trainingsdatensatz und den Fehler auf dem Testdatensatz aus. Hier sieht man dann, wie das Ganze aussieht. Und ich glaube, das ist eigentlich jedem tatsächlich schnell klar, dass das nicht viel mit dem zu tun hat, was wir ursprünglich machen wollten. Jetzt kann man natürlich sagen, hey, der hat jetzt hier ein Polynom fünften Grades genommen, obwohl das ein Polynom dritten Grades ist. Genau das ist aber sozusagen die Krux. Ihr wisst denn echt meistens nicht, was denn jetzt das echte darunterliegende Polynom ist und wie das eben zusammengesetzt ist. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Polynom dritten Grades nehmen würde, würde das Ganze schon deutlich robuster aussehen. Das werden wir uns gleich nochmal anschauen. Der interessante Punkt ist jetzt, dass wenn ich die sogenannte L2-Regularisierung anwende und meinen Regularisierungsparameter ausreichend hoch wähle, funktioniert das Ganze schon deutlich besser. Das heißt, ich habe auf einmal nicht mehr diese Ausreißer auf den Seiten, die eben dadurch kommen, dass ich auf den Seiten relativ wenig Datenpunkte habe und das Polynom sich dann nicht ausreichend auf den Trainingsdatensatz abstützen kann. Was man jetzt hier zum Beispiel mal machen kann, ist diesen Regularisierungsparameter noch zu erhöhen. Was wir jetzt gesehen haben, eben stand hier 48.000 auf dem Testdatensatz. Jetzt haben wir noch einen Fehler von 17.000. Wir denken an die Plots zurück, die wir vorhin hatten und dass man seinen Regularisierungsparameter so lange erhöhen kann, bis quasi der Fehler auf dem Trainingsdatensatz anfängt, auf dem Testdatensatz anfängt zu steigen. Jetzt sind wir schon bei 7.000. 4.800, wir sehen jetzt schon, wir haben gerade den Regularisierungsparameter verdoppelt, aber der Fehler ist nur noch relativ gering zurückgegangen. Das heißt, wir sind jetzt irgendwo in der Region, wo wir eben dieses Plateau gesehen haben und sehen jetzt, dass obwohl wir ein Polynom fünften Grades haben, dass die Daten eben sehr gut approximiert. Das heißt, diese Regularisierung hilft uns dabei, das Problem numerisch zu stabilisieren. Das Gleiche für die L1-Regularisierung. Spannend ist tatsächlich, dass man hier schon mit einem deutlich kleineren Regularisierungsparameter gute Werte erreicht. Die Warnung hier, die kommt tatsächlich einfach daher, dass der Solver sagt, dass das Ganze numerisch nicht so gut konditioniert ist. Da seht ihr schon, dass bei so einem einfachen Problem, das, was wir vorhin ein paar Mal angesprochen haben, auftreten kann. In dem Fall hier profitiert man aber auch davon, dass die Implementierungen von solchen Standardbibliotheken da relativ robust sind, zum einen, zum anderen einem aber auch sehr viel Feedback geben. Das heißt, sie haben relativ viel Selbstdiagnose, sie sagen einem sozusagen schon, hey, oh, ich habe das Gefühl, das passt gerade alles nicht so ganz. Auch hier können wir jetzt natürlich mal wieder mit dem Regularisierungsparameter spielen, werden aber feststellen, dass das gar nicht mehr so viel bringt. Und wenn man es übertreibt, wie hier, es eben auch wieder in die andere Richtung geht. Genau das haben wir eben in den Plots gesehen und verglichen. Jetzt können wir uns hier zu guter Letzt das Ganze nochmal anschauen. Wie sieht es aus? Wir sehen halt, dass das Standardverfahren hier in Blau relativ schlecht funktioniert, insbesondere an den Rändern des Datensatzes. Das ist eben ein sehr typisches Verhalten für Polynombasismodelle. Sehen aber auch, dass das hier in Grün und in Rot deutlich besser funktioniert. Insbesondere hier in Grün. Was tatsächlich eine ganz spannende Sache ist,
Wie gut oder wie schlecht das alles funktioniert, hängt am Ende vom Datensatz ab. Das heißt, wenn ich mir jetzt andere Punkte erzeuge, wir haben eine gewisse Zufallskomponente da drin, dass wir diese Punkte erzeugen, können diese Werte ganz anders ausgehen. Ich werde jetzt das Ganze einfach nochmal komplett von vorne rechnen lassen. Dann werden wir sehen, dass das hier unten auf einmal ganz anders aussieht. Und das ist jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwas neu gerechnet habe, sondern weil das ist zufälligerweise der Datensatz jetzt nicht so anfällig ist. Das heißt, die Punkte liegen geschickter und es ist nicht so viel Regularisierung notwendig, was man einfach daran sieht, dass selbst das OLS-Verfahren deutlich besser funktioniert. Jetzt können wir das nochmal machen. Hier sehen wir, dass es diesmal total katastrophal ausgegangen ist und das Ordinary Least Squares-Verfahren Datenpunkte generiert, deutlich jenseits der 1 Million, obwohl die Daten, die wir tatsächlich haben, mit dem Ridge- und Lasso-Regression-Verfahren deutlich besser approximiert werden und hier auf dem Plot eigentlich überhaupt nicht mehr zu erkennen sind, weil sie eben in einer total anderen Größenordnung liegen. Und da sieht man schon, dass man eben, dass es relativ schwierig ist, allgemeine Regeln für das Festlegen dieser Hyperparameter zu nutzen. Und genau deswegen ist dieser iterative Prozess, den wir euch vorgestellt haben, mit den Validierungsdaten und eben den und diesem Plotten der Ergebnisse so wichtig, weil ihr jeweils für euren Datensatz, an dem ihr arbeitet, den richtigen Parameter finden müsst. Gut, das ist einfach mal zum Reinschauen. Da könnt ihr gucken, ob euch das zusagt, ob ihr davon was nutzen könnt. Das ist sicherlich nicht die beste oder die schönste Implementierung, gibt euch aber einen sehr guten Startpunkt, um mal zu gucken, wie man diese Library benutzen kann. Jetzt haben wir vorhin, also zweites Beispiel, wir haben vorhin bei den Eingangsfolien schon gesehen, dass man auch zum Beispiel die Masse eines Fahrzeugs anhand von Antriebsstrangdaten und Beschleunigungsdaten identifizieren kann. Genau die Daten, die ihr vorhin in der Vorlesung gesehen habt, habe ich euch jetzt nochmal mitgebracht. Die sind auch hochgeladen. Das heißt, ihr könnt euch die runterladen. Das ist dieses Powertrain CSV. Das sind Daten von einem echten Fahrzeug. Das heißt, das sind keine künstlich generierten Daten wie eben, sondern das sind Daten mit allen Problemen, die man eben so hat, wenn man echte Daten benutzt. Der allererste Schritt, den man immer durchführen sollte, wäre, sich die Daten mal anzuzeigen, wenn es möglich ist. Das heißt, wie hier, niedrigdimensionaler Datensatz, erstmal anzeigen lassen. Was wir hier schon sehen, wir haben hier links auf der Y-Achse unsere Längsbeschleunigung und auf der X-Achse die Antriebskraft. Man sieht schon, dass das Ganze irgendwie linear zusammenhängt, aber hier oben auch irgendwie ein bisschen komische Sachen macht. Jetzt haben wir noch einen weiteren Parameter hier dabei, das ist die Geschwindigkeit. Über der Geschwindigkeit sehen wir, dass die Längsbeschleunigung nicht wirklich stark variiert, sondern hier irgendwie so ein undeutliches Etwas ergibt. Das liegt ganz einfach daran, natürlich hat die Geschwindigkeit einen Einfluss auf die Längsbeschleunigung durch den Luftwiderstand, allerdings ist in diesem Fall hier das Rauschen auf den Sensoren deutlich dominanter. Also jetzt im allerersten Schritt mal mache, ist, ich nehme so eine ganze Standardregression, wo ich hier eine Konstante nehme und hier ein C0, weil ich jetzt einfach mal das erstbeste Modell, was mir mein Scikit hier vorschlägt, nehme. Und ich probiere damit irgendwie diesen Zusammenhang, also dass meine Längsbeschleunigung sich aus der Antriebsstrangkraft ergibt, darzustellen. Was ich jetzt ja mal erwarten würde, wäre, dass das C0 nahe bei 0 sein müsste oder sehr, sehr klein und dass C1 eben genau der Kehrwert der Masse ist. Implementierung ist hier wieder nicht so wild. Man muss sich das einfach mal anschauen, einfach mal in Ruhe durchgehen. Ich werde jetzt mit euch eher die Ergebnisse diskutieren. Was passiert? Wir kriegen zwei Koeffizienten raus. Der erste, das ist in unserem Fall das C0 minus 0,58. Das ist zwar klein, aber wir sehen schon, dass hier auch die Gerade nicht wirklich durch den Ursprung geht. Das heißt, wir haben schon einen gewissen Offset dabei. Und hier eben der Kehrwert von unserer Masse, was man dann umrechnen kann und was dann in diesem Fall 1470 Kilo sind. Jetzt gibt es hier zwei Probleme. Das erste Problem ist,
dass wir eben diesen Offset haben, den man hier ganz gerne wegkriegen möchte. Und das zweite Problem ist, dass diese Daten hier hinten irgendwie diesen linearen Zusammenhang verziehen. Wir haben das vorhin diskutiert, dass es manchmal sogenannte Ausreißer gibt. Der Hintergrund hier ist, dass der Antriebsstrang ab einer gewissen Geschwindigkeit bei sehr hohen Kräften irgendwann nicht mehr richtig die Kraft umsetzt, die man von ihm anfordert und hier dann eben in eine gewisse Sättigung geht, das aber in den Daten nicht sauber abgespeichert wurde. Jetzt ist die Frage, wie kann man mit sowas strukturiert umgehen, weil das nicht häufig so klar ist, wie jetzt in diesem Fall, woher denn der Fehler eigentlich kommt. Was man dazu machen kann, ist die sogenannten Modellresiduen auszuwerten. Ein Modellresiduum ist der Unterschied zwischen meinem Messdatenpunkt und meiner Prädiktion für diesen Datenpunkt. Jetzt hier auf der Y-Achse ist jetzt das Residuum in der Längsbeschleunigung zu sehen und auf der X-Achse ist die Geschwindigkeit zu sehen. Was wir hier sehen ist, na, das stimmt nicht ganz, was auf der X-Achse zu sehen ist, ist die Antriebskraft. Die Beschriftung hier ist falsch. Wir sehen hier die Antriebskraft, minus 1000 bis plus 15.000. Ja, das ist ein guter Punkt. Force in Newton. So, jetzt passt es. Wie man sieht, so schnell kann man es ändern. Was wir jetzt hier sehen ist, dass hier bei den negativen Kräften und bei kleinen positiven Kräften die Residuen relativ gleichmäßig um die Null herum verteilt sind. Das ist immer ein guter Indikator dafür, dass wir an der Stelle einen sehr guten Model Fit haben, also das Modell sehr gut an die Daten angepasst ist und die Fehler, die jetzt noch da sind, eigentlich Messrauschen sind. Hier oben bei sehr hohen Kräften sehen wir, dass das deutlich von der Null abweicht. Und das ist immer ein Indikator dafür, dass hier oben bei Kräften über 10.000 Newton unser Modell nicht wirklich passt oder wir bestimmte systematische Messfehler in unseren Messungen haben. Das Gleiche machen wir jetzt hier für die Geschwindigkeit. Hier sieht man, dass das eigentlich im Großen und Ganzen schon ganz gut passt, aber doch zu höheren Geschwindigkeiten hin ein gewisses Residuum da ist. Das kommt ganz einfach daher, dass eben die Längsbeschleunigung schon in gewisser Weise von der Geschwindigkeit abhängt, das unser Modell aber im Moment noch nicht abbildet. Wir werden das Ganze jetzt in zwei Schritten angehen. Wir haben eben gesehen, wir haben zum einen die Ausreißer, die unsere Modellbildung boykottieren und zum anderen eben diesen kleinen Einfluss der Fahrzeuggeschwindigkeit, der bisher im Modell noch nicht abgebildet ist. Wir entfernen also unsere Ausreißer. Ich habe jetzt hier rechts tatsächlich einfach diese Daten rausgenommen aus dem Datensatz. Wir haben ja hier genug andere Daten und können jetzt damit arbeiten. Wir machen jetzt genau das Gleiche, was wir eben gesehen haben, nochmal. Jetzt sehen wir hier, das Ganze sieht schon deutlich besser aus. Was man hier bei dem Plot wissen muss, ist, ich habe hier wieder alle Daten geplottet. Nur die Regression selbst wurde auf dem kleineren Datensatz ausgeführt. Was man auch daran erkennt, dass jetzt die Fahrzeugmasse schon um 80 Kilo runtergegangen ist, was auch dahingehend Sinn macht, weil jetzt ist sozusagen die Steigung größer geworden. Jetzt haben wir hier die 0,7, hier eben war das eine 0,6. Die Steigung wird größer, weil hier hinten dieser Datenbereich, der das Modell sozusagen nach unten zieht, einfach ausgeblendet wurde. Das heißt, die Gerade steigt schneller an, weil sie nicht an den Ausreißern hier hinten nach unten gezogen wurde. Jetzt machen wir wieder genau das Gleiche, schauen uns unsere Residuen an. In dem Fall hier sehen wir, dass jetzt die Residuen aufgetragen über der Längskraft ziemlich gleichmäßig verteilt sind, was eben zeigt, dass wir sozusagen alles, was an Information in der Längskraft drin steckt, in unserem Modell abbilden. Zweiter Schritt hier. Wieder sich das Ganze gegenüber der Geschwindigkeit anzugucken. Auch hier sehen wir immer noch, dass hier die Daten tendenziell eher nach oben verteilt sind als nach unten.
Das heißt, hier geht es bis ungefähr minus 2,5 Meter pro Sekunde Quadrat. Nach oben haben wir aber Datenpunkte bis plus 5. Was wir jetzt machen werden, ist ein etwas komplizierteres und etwas physikalisch motivierteres Modell nutzen. Das heißt, wir schmeißen jetzt diesen konstanten Koeffizienten raus und nehmen die Geschwindigkeit im Quadrat als Feature mit rein, also als polynomiale Basisfunktion, und bestimmen dann diese beiden Koeffizienten. An dieser Stelle nochmal die Analogie zu der Gleichung, die man aus der technischen Mechanik kennt. Meine Kräfte sind eben gleich der Masse mal der Beschleunigung. Und hier sieht man schon, dass am Ende das C1 wieder zum Kehrwert der Masse gehört und das C2 sozusagen, wenn man jetzt hier unten die Gleichung ausmultiplizieren würde, Cw geteilt durch m wäre. Das ist auch eine Möglichkeit, wenn man gewisse physikalische Parameter identifizieren möchte, die aber nicht in so einer schönen Form wie jetzt hier oben vorliegen, also nicht direkt in dieser linearen Parameterform, kann man sich solche Hilfsgleichungen basteln. Wie hier, dass man eben sagen könnte, okay, ich kann meinen einen Parameter, meine Masse, direkt bestimmen und wenn ich die Masse kenne, kann ich aus den anderen Koeffizienten eben den CW-Wert bestimmen, den dieses Fahrzeug jetzt hätte. Das Ganze sieht dann so aus. Wir sehen, dass die Fahrzeugmasse noch mal ein bisschen nach unten geht, tatsächlich aber nicht ganz so stark, wie vielleicht erwartet. Was man jetzt schon merkt ist, wir haben jetzt zwar einen gewissen Teil wieder besser erklärt, was man daran sieht, dass die Masse ein bisschen nach unten geht, aber es gibt noch einige andere Effekte, die hier wieder reinspielen, die unser Modell immer noch nicht abbildet. Das heißt, die groben Effekte haben wir jetzt gut abgebildet, aber solche Details, wie zum Beispiel den CW-Wert, aus solchen verrauschten Daten rauszukriegen, ist dann eben doch sehr schwierig. Das heißt, am Ende ist das immer ein Trade-off zwischen dem, was man sozusagen an Messqualität und an Datenqualität hat und der Menge an Informationen, die man aus so einem Datensatz rausziehen kann. Genau, jetzt können wir uns nochmal die Residuen angucken. In dem Fall hier wieder sehr schön um die Null verteilt für die Längskraft und für die Geschwindigkeit auch deutlich besser um die Null herum verteilt, aber eben auch ja, hier hinten jetzt eher in die andere Richtung verzogen. Was eben ein Indikator dafür ist, dass wir jetzt zwar irgendwie den Geschwindigkeitseinfluss berücksichtigen, aber auch nicht so richtig abbilden, weil das eben doch nur eine Näherung ist. Gut, so viel dazu. Gibt es dazu gerade noch Fragen? Johannes. Was ist denn die richtige Masse des Fahrzeugs gewesen? 1200 Kilo. Also wir sind tatsächlich noch 10-15% daneben. Tatsächlich ist es an der Stelle relativ schwierig, das noch besser zu machen, weil man einfach feststellt, dass man eben doch sehr von der Datenqualität abhängig ist. Wir haben eben schon mal diskutiert, dass es so ist, dass die Regression die Fehler in der Y-Achse minimiert. Das heißt, wir sehen hier, also wir gleichen nur Fehler in Beschleunigungsrichtung aus. Wenn jetzt allerdings unsere Antriebskraftmessung falsch ist, berücksichtigt das die Regression in diesem Sinne überhaupt nicht. Und genau solche Effekte führen jetzt eben dazu, dass man die Masse nicht so wirklich gut oder nicht wirklich perfekt hieraus schätzen kann. Sieht man hier auch wieder so ein bisschen intuitiv, hätten vielleicht viele von euch die gerade auch ein bisschen anders gezeichnet, die ist doch so ein bisschen arg nach rechts gekippt, obwohl hier unten links das Ganze doch relativ bauchig ist. Das sind dann eben so Sachen, weswegen wir auch in der Vorlesung gesagt haben, visualisiert eure Daten, wenn immer möglich. Das ist auch die große Schwierigkeit bei diesen Sachen. Irgendwelche Zahlen rauszubekommen, die so im Großen und Ganzen stimmen, klappt meistens relativ schnell, aber das dann quasi wirklich präzise auf ja, wenige Prozent Fehler genau hinzubekommen, ist eben eine der Schwierigkeiten. Gibt es weitere Fragen? Ja, bitte? Also die Frage war, über welche Achsen die Residuen geplottet werden. Die Residuen plottet man eigentlich immer über die Eingangsvariablen. Das heißt, meine Eingangsvariablen sind hier die Antriebsstrangkraft
und die Geschwindigkeit. Und das sind eigentlich die beiden ersten Sachen, worüber ich das plotte. Das heißt, die Idee ist so ein bisschen, wenn ich da irgendwo einen Zusammenhang erkennen kann, kann ich mein Modell verbessern und diesen Zusammenhang dort noch mit aufnehmen. Noch andere Fragen dazu? Wenn nicht, dann würde ich noch mal ganz kurz darauf eingehen, wie das jetzt mit der Hausaufgabe aussieht, also wie dieses Jupyter Notebook aussieht, was ihr dann benutzen könnt. So, jetzt müssen wir mal gerade schauen. Homework Students Package, da ist es ja. So sieht das Ganze aus, was ihr jetzt von mir bekommt als Hausaufgabe. Ich habe hier oben nochmal die Aufgabe, die findet ihr genauso im Moodle in der Aufgabenbeschreibung für die kleine Programmieraufgabe. Im Prinzip ist das einfach kopiert. Ihr habt jetzt schon das zweimal gemacht, das heißt mit dem Grundprinzip seid ihr, glaube ich, relativ vertraut. Die Idee hier dahinter ist, euch das Jupyter Notebook zu geben, ist, dass ihr das ganz in Ruhe bei euch ausprobieren könnt und auch quasi eure Fehler deutlich besser finden könnt. Insbesondere, da jetzt der Code ein bisschen länger und ein bisschen komplizierter wird, passiert es ja manchmal, dass man irgendwo vielleicht noch einen Kommafehler hat oder irgendwo einen Vektor verdreht hat oder solche Sachen. Genau sowas könnt ihr jetzt alles hier im Jupyter Notebook rausfinden und dann eben mit dem Code, der hier funktioniert, ins Moodle gehen. Spannender Teil ist, die Lösung steht ja hier mit drin, im Moodle sind es andere Zahlen. Das heißt, wenn ihr den Algorithmus richtig implementiert habt, wird er hier funktionieren und im Moodle. Es wird euch allerdings nicht helfen, einfach die Zahlen zu kopieren und dementsprechend zurückzugeben. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Wie mache ich das? Ich kann jetzt hier Stück für Stück meine Code-Teile ausfüllen. Und hier ist der spannende Teil. Hier steht Implement the function eval model. It should evaluate the model given in the task. Das ist genau der Teil, den ihr auch im Moodle wiederfinden werdet. Und hier steht fill in your code here. Das heißt, genau da sollt ihr euren Code eintragen. Dann kann man das laufen lassen. Jetzt haben wir natürlich nichts reingeschrieben. Das heißt, dementsprechend wird es auch nicht funktionieren. Bis hierhin seht ihr den Code auch genauso im Moodle. Was ihr im Moodle nicht seht, sind diese Testcases hier unten. Das ist das, was Moodle im Hintergrund benutzt, um zu gucken, ob euer Code richtig oder falsch ist. Und genau diese Testcases haben wir euch jetzt mit in das Jupyter Notebook mit reinkopiert, die ihr jetzt hier sozusagen von Hand abtesten könnt. Das heißt, ihr klickt hier in dieses Fenster rein, drückt Steuerung Enter zum Ausfüllen und jetzt meckert er hier schon, weil eben diese Variable yPredicted hier oben in dieser Funktion nicht ordentlich beschrieben wird. Jetzt könnte ich hier mal hingehen und sagen, yPred ist gleich 0. Die Funktion nochmal ausführen. So, jetzt habe ich zwar keinen Source Code oder keinen Syntaxfehler mehr, aber die Funktion macht ja trotzdem noch nicht das, was in der Aufgabe steht. Das heißt, was ihr hier zurückbekommt, ist ein False. Und wenn einer dieser vier Testfälle ein False zurückliefert, gilt der Test im Moodle als nicht bestanden. Das heißt, eure Funktion ist erst dann richtig, wenn überall True hinterlegt ist. Jetzt müssen wir das vielleicht noch ein bisschen eingrenzen. Da wir ja andere Zahlen teilweise haben, jetzt kann man sich natürlich überlegen, dass man vielleicht irgendwie Glück hat und hier was implementiert, was nicht wirklich was mit der Aufgabe zu tun hat, aber zufälligerweise diese Testcases erfüllt. Das wird euch natürlich dahingehend nicht weiterhelfen, weil wir andere Zahlenbeispiele benutzen. Das heißt, bitte ein bisschen drüber nachdenken, was man macht. Dann kann man alle vier Testcases durchführen, die jetzt hier in dem Fall alle False zurückgeben würden. Den Code sollte man vielleicht also noch nicht hochladen. Gebt euch also die Chance, insbesondere die andere Aufgabe ist noch ein bisschen umfangreicher und ein bisschen komplizierter, dass eben erstmal in Ruhe auszuprobieren, zu debuggen, zu gucken und so weiter. Hier an der Stelle nochmal der Hinweis, was hier an Code rein muss, ist nicht länger als 10 Zeilen für alle Aufgaben, die ihr für diesen Termin erledigen müsst. Das heißt, sobald es da deutlich ausartet bei euch, schaut euch nochmal an, welche Libraries haben wir, welche Funktionen stellen die zur Verfügung, wie kann ich die Formeln aus der Vorlesung benutzen, die ich gelernt habe,
Gibt es da vielleicht Sachen, die schon in dieser Library drin sind? Ich denke mal, das Prinzip ist soweit klar. Genau. So, das Gleiche gibt es auch für die andere Aufgabe. Und dann hoffen wir, dass das für euch hilft und eben jedem die faire Chance bietet, das durchzuführen. Gibt es an der Stelle dazu noch Fragen? Nein? Letzter Punkt, Evaluierung. Auch diesen Termin könnt ihr wieder evaluieren. Diesmal ist es dann für mich persönlich. Das heißt, ihr habt auch die Chance, quasi jeden einzelnen Vortragenden und jeden einzelnen Termin zu bewerten. Jetzt hoffen wir mal, dass das auch gleich hier oben erscheint. So, jetzt, da ist der QR-Code, unten ist der Link. Ich glaube, das Prinzip ist jetzt von den letzten beiden Malen her schon klar. Den QR-Code scannen, ausfüllen und dann eben abschicken. Und nächste Woche gibt es dann wieder ein kurzes Feedback. Wir freuen uns hier an der Stelle auch, denke ich mal, insbesondere über Feedback zu den Codebeispielen diesmal, ob das besser war, ob das jetzt einfacher zu verstehen war. Und als allerletztes die Klausuraufgaben nicht vergessen. Das heißt, alle nochmal hier vorne vorbeikommen, Zettelchen abgeben. Und je mehr dabei sind, desto größer ist die Chance, dass sich davon dann tatsächlich irgendwas wiederfindet. Gut, vielen Dank von meiner Seite und ich wünsche euch noch einen schönen Abend.